Watson, wenn man alle logischen Lösungen eines Problems eliminiert, ist die unlogische, obwohl unmöglich, unweigerlich eine neue Folge Cinecast. Hallo und herzlich willkommen zu Cinecast Nummer 87. Und heute mal wieder in absoluter Bestbesetzung. Nach den Ausflügen in bestimmten Genres in den letzten zwei Folgen, wo wir ja über Lynch in einer Ausgabe gesprochen haben und in der letzten Ausgabe sehr ausführlich mit den Kollegen vom Discovery Panel Podcast und den Kollegen von Sci-Fi News über Star Trek Picard, gibt es heute mal ein kleines, ich nenne es mal, auch wenn es wahrscheinlich abgedroschen ist und jeder mittlerweile so sagt, ein kleines Corona-Update, ein Corona-Roundup, wo ich heute wieder den lieben Peter begrüßen darf. Hallo Peter. Hallo Jan, ich freue mich, dabei sein zu können und begrüße alle, die uns zuhören. Immer gerne, immer gerne. Ich freue mich, dass gerade bei den Zeitreisen hast du natürlich einen, im wahrsten Sinne des Wortes, Zeitvorteil. Das hat man schon gemerkt, wenn ich jüngere Gäste habe, die haben dann schon fast wie ich mehr so Probleme, die sich an die Filme noch zu erinnern. Deswegen freue ich mich auch vor allem auf die Zeitreise. Gut. Aber generell, du warst immer mein Mann für die ganzen Pressevorführungen, verständlicherweise. Ja. Da könnte ich mich jetzt natürlich fragen, was macht der gute Peter? Oder auch die Auftritte, die du gemacht hast, das fällt ja momentan komplett weg auf deiner Agenda, ne? Naja, ich gehöre zu den Leuten, die im Augenblick offiziell gar nichts wirklich zu tun haben. Also ich habe ja verschiedene Jobs. Zum einen spiele ich auf Bühnen, das ist im Augenblick bei null. Und meine Tätigkeit als Filmkritiker, um die es ja hier auch so ein bisschen geht, die ist auch auf null, weil es gibt weder Filmvorführungen und deshalb auch keine Filmpressevorführungen, die man besuchen könnte. Alles auch wie bei vielen anderen Menschen auf unbestimmte Zeit. Also man steht so ein bisschen auf heißen Kohlen, die so gar nicht kälter werden wollen, und fragt sich, was man machen kann. Beruflich für mich eine unangenehme Situation, weil ich ja wirklich davon auch lebe. Ich habe noch so ein kleines Fensterchen. Ich bin beim Deutschlandfunk hin und wieder mit Servicebeiträgen vertreten. Aber da geht es dann um weniger lustige und amüsante und unterhaltsame Dinge, sondern schon mal um Schneckenbekämpfung im Garten. Okay, also komplett genrefremd, ja? Ja, also mir nicht fremd, aber du kannst dir vorstellen, dass ich, wenn ich die Wahl habe zwischen einem schönen Film, der mich begeistert, und Recherchen mit, ich sag mal, mit Menschen, die mir erklären, wie man am besten irgendwelche Haushaltsgegenstände versichert, ich glaube, da muss ich nicht viel erklären, oder? Ja, verständlich. Ja, du, wir hatten im Vorgespräch auch ein spannendes Thema angesprochen, wo ich gerne auch mal so langsam als erstes hin navigieren möchte, weil man guckt ja schon, was gibt es denn für Alternativen in der kinofreien Zeit. Das Lustige wäre ja sogar, wenn die Kinos jetzt aufmachen, es würden ja auch gar keine Filme erscheinen. Ne? Das kommt ja auch noch hinzu. Sind alle auf Eis gelegt worden, auf unbestimmte Zeit, oder ganz wenige haben sich erlaubt, schon mal sozusagen einen Termin zu blocken. Also da liegt sozusagen das Handtuch über der Strandliege. Aber ob das dann wirklich auch bis dahin normalen Kinobetrieb gibt, weiß kein Mensch. Also die Unsicherheit, die Leute im Augenblick sich vor sich hertragen, trifft im Speziellen auch genauso auf diesen Bereich zu wie auf alle andere. Ja, und ich habe es in den letzten Ausgaben schon erwähnt, es gibt einige Studios, die da natürlich auch anders mit umgehen, als anstatt den Film wirklich nur zu verschieben. Einige releasen sie kurzfristig dann wirklich als On-Demand-Premiere, wie jetzt Trolls World Tour. Der wäre ja theoretisch auch im Kino gestartet. Da ist man jetzt von ab. Ich weiß nicht, vielleicht wird er sogar noch mal irgendwo aufgeführt im Kino, aber der wurde jetzt ganz regulär, ich glaube, für 17, 18, 19 Euro zum Leihen bei Amazon Release. Ne? Also das ist ein Weg, den einige gehen. Man ist natürlich immer eine Kosten-Nutzen-Rechnung für viele Studios, wann es Sinn macht, so einen Film dort zu releasen. Und ganz neu, ich glaube, ich habe das heute erst gelesen, Berlin, Berlin, der Film, der zu der Serie mit Felicita Wolf, glaube ich, hieß sie. Ne? Woll, oder? Ja, Woll, Entschuldigung, ohne F, genau. Ja. Felicita Woll. Der wurde jetzt auch, oder wird jetzt am, ich glaube, 8. Mai rum auf Netflix starten. Also komplett wird das Kino
gestrichen an der Stelle. Ich habe bei der Vermarktung nicht so wirklich den Durchblick, wie sehr sich das lohnt. Ich vermute immer, das ist so ein bisschen lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach, die wegfliegt, sprich die Kinoauswertung, die nicht stattfindet. Ich kann mich auch irren, ich weiß es nicht, aber ich denke, kaufmännisch muss man so denken, dass man den Kanal nimmt, der einem zur Verfügung steht, egal ob er der Beste oder nur Zweitbeste vielleicht ist. Insofern sehr nachvollziehbar. Gibt es denn Filme, die auf die Art und Weise dir vor die Netzhaut gekommen sind? Überraschenderweise, lass mich kurz nachdenken. Ja, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, hast du mir nicht von Der Unsichtbare auch erzählt? Ja, habe ich. Ich habe ihn noch als Pressevorführung gesehen und dann lief er, glaube ich, 2 Tage an, bevor die Kinos geschlossen wurde. Genau, und da hat man ja dann auch gesagt, okay, komm, der war jetzt sogar 2 Tage im Kino oder so um den Dreh oder war gerade ein paar Tage im Kino. Den hat man ja dann, ähnlich wie gerade, was ich meinte mit Trolls World Tour, hat man den dann direkt quasi on demand released über, ich glaube, ich habe es auch genau über Amazon war, glaube ich, für mich jetzt der einfachste Weg. Ich glaube, es ging auch über iTunes, aber ja, Amazon war für mich jetzt an der Stelle die erste Adresse, den dann zu leihen. Mhm. Und okay, den haben meine Frau und ich geguckt. Das wären dann 2 Personen. Wenn das jetzt, ne, rechnest du rum, hat jeder ungefähr einen 10er bezahlt. Dafür konnten wir deutlich günstiger mit Nachos und Popcorn und so vom großen Fernseher wohlfühlen. Ja. Ne? Wie war er für dich? Interessiert mich jetzt wirklich. Ja. Also, ich fand ihn sehr stimmig und sehr, also ich habe schon, fangen wir mal andersrum an, ich habe den ersten sogar, ich weiß nicht, ob es der erste war, wahrscheinlich war es schon der zweite, ich habe den damals mit Chevy Chase gesehen, vielleicht kannst du dich an den erinnern, der hat ja auch schon mal den. War das nicht sogar ein Carpenter-Film? Einer von denen etwas. Boah, du. Das müsste ich nachschauen. Kann sein. Also gut. Ich habe damals, ich bin ein großer Chevy Chase-Fan, weil ich ihn vor allem aus dem Humorigen kannte. Und da dachte ich mir auch, ja, cool, ein Chevy Chase-Film, wo er einen Unsichtbaren spielt, das wird wohl sehr lustig. Er war jetzt nicht so ernst wie jetzt der neue oder halt auch der Hollow Man, auf den ich auch noch jetzt sonst verwiesen hätte. Ja. Er war schon, ich glaube, er hat auch ein paar komödiantische Einschübe, wo er sich halt wie eine Mumie eingewickelt hat, damit man ihn sehen konnte, mit der Brille, mit dem Hut, ne, damit er jemanden begegnen konnte und wahrgenommen werden konnte. Das waren aber auch Reminiszenzen an eine viel älter zurückliegende Verfilmung, wo derjenige auch, und da hat man den Trick einfach so versucht, so ein bisschen zu umgehen, damit der Schauspieler, es gab noch nicht so viel technische Möglichkeiten, irgendwie auftauchen kann, also wurde er eingewickelt und man behauptete, er wäre da drunter unsichtbar, was ja jeder behaupten kann. Und ein bisschen Fantasie konnte man sich auch sehr gut vorstellen. Ja, ich glaube, das war so, weiß ich nicht, 50er, 60er muss es sowas schon mal gegeben haben. Ne? Das war so ähnlich wie dieser ganzen anderen, die Mumie-Filme, war ja auch so ein typischer Gruselcharakter, glaube ich, ne? Aus diesen alten. Der gehörte zum Universal-Universum, wie Frankenstein, Dracula und die Mumie. Und war jetzt nicht so der Hauptcharakter in dieser Serie, aber ist seitdem eigentlich ein fester Bestandteil. Und auch literarisch begründet wie die anderen Figuren. Ich versuche gerade mal hier so ein bisschen Recherche zu betreiben, aber man kriegt dann leider noch zuerst mal immer nur die aktuellen Sachen um die Ohren gehauen. Wird mich wahrscheinlich jetzt ein wenig überfordern, wenn wir jetzt ganz weit zurückgehen. Aber sprich ruhig weiter. Genau, also und der Neue geht halt gefühlt doch einen etwas anderen Weg, wo ich positiv überrascht war, gerade jetzt auch vielleicht im Vergleich mit Hollow Man, was eher so ein, war auch Horror, aber mehr auf Action so aus und ich finde, der Neue geht ja deutlich mehr diesen Weg der Psyche, dass man jemanden in den Wahnsinn treibt, indem man als Unsichtbarer diese Dame halt quasi verrückt macht oder verrückt darstellen lässt vor anderen, ne? Und diesen Weg oder so, wie sie es inszeniert haben, trotz dass es ein Blumhaus Production war, wo man ja immer ein bisschen skeptisch sein sollte, auch vielleicht nach Fantasy Island, den ich zwar schon, den ich noch gucken möchte, trotzdem, aber einfach, ich glaube, aus Trash-Faktor wegen, ich weiß nicht, ob du den gesehen hattest. Ich kenne nur die Trailer, der sieht schon in den Trailern so trashig und gleichzeitig auch unterhaltsam aus, dass ich mich frage, wie lange halte ich es aus oder werde ich einfach wirklich mordsmäßig Spaß haben und erst danach mir denken, oh Mann, was hast du, das solltest du keinem erzählen, was du da gerade gesehen hast, aber es war toll, ne? Ich weiß es noch nicht. Ja,
Ja, und die Serie, wir kennen sie, also ich kenne sie jedenfalls, du wahrscheinlich auch noch, mit dem Khan-Darsteller, ich weiß nicht, Monte Dingsbums und diesem kleinen Zwerg. Ja, ja, ich kenne nur, ich kenne es nur von Bildern. Ich kenne es nur von Bildern. Ich habe die Serie nie gesehen, aber das ist ja nur ein fester Part der Popkultur. Aber ich weiß nicht, vielleicht hat der Titel mich schon abgeschreckt. Vielleicht habe ich im Vorfeld schon an legendär schlechte RTL-Sendungen gedacht. Ich glaube Love Island oder sowas, ne? Oder wie heißt das? Diese unglaubliche Nackedei-Serie, wo die sich alle am Strand blitzeblank begegnen. Nackedei war, glaube ich, Adam sucht Eva oder so, aber ich glaube noch Temptation Island. Ja, sowas. Uiuiui. Ich habe übrigens jetzt mal die richtige Seite gefunden, um mal unser Basiswissen aufzufrischen. Der originale Unsichtbare ist aus dem Jahr 1933 und ich hatte das Gesicht vor Augen, obwohl er unsichtbar ist, naja, nicht die ganze Zeit im Film, Claude Rains aus, wir kennen ihn aus Casablanca, spielte den unsichtbaren Dr. Jack Griffin. Und das war wirklich so ein klassischer Schwarz-Weiß- Horrorfilm, für damalige Verhältnisse Horror, nach heutigen Kriterien wahrscheinlich, wird man da keine Vorschulkinder mehr mit erschrecken können. Ja, ja. Aber wie gesagt, 33 und es gehört in das gleiche Ensemble rein, denn es war eine Karl Lemmle-Produktion, ein legendärer Hollywood-Produzent der 30er Jahre und der Frankenstein-Regisseur James Whale führte hier Regie, also Frankenstein das Original, ne, mit Boris Karloff etc. Der hat auch hier Regie geführt, das war eben damals so diese klassische Zeit der Studioproduktion, wo man solche Dinge wirklich sehr systematisch vom Studio her geplant aufgebaut hat. Man hat einen Regisseur genommen, der sich 2 Jahre vorher mit Frankenstein weltweiten Ruhm erarbeitet hat. Das Ding war ja sozusagen Blockbuster um den Globus herum und hat sich dann noch einen weiteren Stoff gesichert und dann das Ganze verfilmt und es war ein auch passabler Erfolg und ich gucke gerade und die Vorlage, wer kennt ihn nicht? H.G. Wells, ne? Krieg der Welten und andere Vorlagen, die wir immer wieder seit Jahren in neuen Aufgüssen über die Leinwand schwappen sehen dürfen. Genau. Und es sollte, du hattest es gerade schon erwähnt, dieses Universal, Dark Universe, was sie ja auch versucht haben mit Die Mumie auf Tom Cruise, ne? Zu peppen. Genau. Das und Johnny Depp sollte eigentlich den Unsichtbaren spielen in dieser Reihe. Und nur nachdem der Mumie-Film 2017 an den Kassen natürlich gefloppt, was heißt natürlich, aber er ist gefloppt. Und dadurch haben sie das nicht weiterverfolgt und dann haben die Rechte Blumhouse übernommen und hat jetzt halt mit gerade mal 7 Millionen US-Dollar Produktionsbudget weltweit rund 123 Millionen US-Dollar eingespielt. Und guck mal, da haben wir vielleicht auch wieder ein Argument, wenn der Film nur 7 Millionen Dollar kostet, dann kann man den natürlich auch ohne weiteres dann, sogar wenn er gerade im Kino lief und in den Staaten auch schon lief, kann man den auch ohne weiteres dann ohne Probleme noch eben auf Amazon zum Verkauf anbieten. Ne? Das ist ja alles reiner Gewinn. Also. Ja, ich fand ihn wahrscheinlich durch diese merkwürdigen Umstände, dass er in die andere Produktionsrichtung gegangen ist, auch viel erfrischender, als ich sonst erwartet hätte. Ein normales Remake hätte wieder sich mit den Vorgaben messen müssen. Man hätte wieder irgendwelche Superlative eingebaut, die eigentlich eher zum Langweilen da sind fürs Publikum. Die Leute, die die Entscheidung treffen, denken, ja, wir müssen unserem Publikum, wir haben eine Vorlage, wir müssen einen draufsetzen. Ja, und das ist dann meistens irgendwas Materialistisches, irgendeine Gag-Nummer oder irgendeinen Wahnsinnseffekt oder irgendwelche super teuren Stars. Hat der Film ja alles nicht. Der hat ja keine unglaublichen Effekte oder unglaubliche Stars, sondern er hat saugute Darsteller, finde ich. Sehr intensiv die Leute, auch die Frau, die die Hauptrolle dort spielt. Und er ist eben nicht eine Variante der alten Geschichte, sondern er geht nur mit dem Moment um, da hat jemand auf irgendeine Art und Weise, und wir erklären es auch nicht zu Tode, die Fähigkeit entwickelt, auf technische Art und Weise sich unsichtbar zu machen und treibt damit, nicht weil er unsichtbar ist, sondern weil er ein schlechter Mensch ist, irgendwie ein böses Spiel. Und wir haben, also nachdem wir, das war ja noch eine der wenigen normalen Pressevorführungen, es endete wie in allen Pressevorführungen oder danach, wir sind schwer ins Diskutieren geraten, wie wir dieses Ende zu werten haben.
Und mich würde mal interessieren, wie ihr auf dem Sofa das empfunden habt, weil es ist ja in den letzten Momenten, ich hoffe, wir spoilern nicht allzu sehr, eine ziemliche Rache-Story. Da lebt ja jemand das, was er erlitten hat, in umgekehrter vektorieller Richtung ja dann auch noch aus, ne? Er bzw. sie ist ja clever genug, sich das zu, ne, sich in die Sache so reinzudenken, um ihren Vorteil und ihre Rache daraus zu ziehen. Ist das moralisch vertretbar, deiner Meinung nach? Ja, das ist das typische Problem von solchen Revenge-Flicks oder Filmen, ne? Eigentlich nie, weil Rache ist nie ein Mittel, was A, erlaubt ist und B, was man eigentlich für gut heißen soll. Nur oft fühlt man ja dann doch mit dem Protagonisten mit und weiß, was er durchlebt hat und kann dann nachvollziehen, warum er einen Rachefeldzug macht. Ja, ich meine, aber eigentlich nicht. Eigentlich. Das eigentlich hat uns auch gestört, denn im Prinzip ist es mehr als nachvollziehbar. Und die Situation hatte sich ja zum Ende auch dahin zugespitzt, dass kein anderer Ausweg für die, die darunter zu leiden haben, was er, der Unsichtbare, so im Petto hat, in Sicht war. Im Gegenteil, es war ja die Schlusssituation so, wenn ich mich recht erinnere, dass es eine endlose Geschichte wird, eine endlose Geschichte des Leids für sie. Und das kennen wir ja aus ganz vielen anderen Filmen, wo der Hauptschurke sozusagen als letzter großer Endgegner sich sozusagen noch einmal allen Leuten beweisen muss, wie schlecht er ist, um die Legitimation zu schaffen für sein Eliminieren. Also ich versuche das jetzt mal ein bisschen neutral und technisch auszudrücken, aber es gibt 1000 Filme, wo zum Schluss wirklich übelst brutal jemand abserviert wird, und dass wir das als gerechtfertigt empfinden, muss irgendwie eingeleitet werden. Das wird hier ja auch gemacht, aber eben nicht auf die üblich stumpfe Art und Weise. Ich war ziemlich beeindruckt, dass man eben geistig gefordert war, um das nachzuvollziehen, was passiert hier gerade, weil es ist nicht in jeder Sekunde klar, bis es passiert, ob welcher Plan dahinter steht und ob er aufgeht. Und es ist trotzdem all das an Legitimation drin, um es wenigstens in der Fiktion Film akzeptieren zu können. Im realen Leben natürlich nicht. Liebe Kinder, das machen wir zu Hause bitte nicht nach. Wenn uns jemand ärgert, bringen wir den bitte nicht um. Aber hier hat man doch durchaus das Gefühl, oh ja, super, sie hat's geschafft, ne? Oder sie hat zumindest ihren Frieden gefunden auf die Art und Weise. Ich will jetzt auch gar nicht zu stark hier, damit wir da nicht spoilern. Ich will es mal einem anderen Beispiel festmachen. Ja. John Wick zum Beispiel, da hat der Bösewicht zum Beispiel den Hund umgebracht. Eigentlich, ja. Das ist schon fast. In der Realität ist blöd, aber man kann dadurch noch mehr, durch die emotionale Bindung, versteht man dann, warum er dann auf Rachefeldzug geht, um es mal banal zu sagen. Oder, was auch ein typisches Mittel ist, wenn man Hass entwickeln will auf den Antagonisten, wenn er irgendwas mit Kindern oder so oder wirklich sehr Sympathieträgern was irgendwie gefühlt, genau, was Kinder, so ein Haustiere, so ein No-Go ist, was so eine Grenze ist. Ja, genau. Im Prinzip ist John Wick, und da hab ich dann so ein bisschen Verarbeitungsprobleme, fast eine Ironie, das so zuzuspitzen auf, du hast einen ultra brutalen Killer und der hat umgebracht. Und der hat anderes im Leben, in dem seine Emotionen hängen, als sein Hund und sein Auto. Und also platter geht's nicht. Im Prinzip ist der lebensunfähig bis zum Anschlag im normalen Leben. Und dann macht jemand sein Hündchen tot, um ihn zu ärgern. Und das bringt ihn dann jetzt auf die Palme. Und jetzt muss er sozusagen schon seit vielen Jahren und 3 Filmen Munition verbrauchen. Heck und Kochler irgendwie Überstunden machen müssen. Kochler und Heck, ne? Ja. Oder wie auch immer. Okay. Ihr wisst, was ich meine. Ich habe selten so viel Munitionsverbrauch gesehen wie in diesen Filmen. Und es wird nicht nur geschossen, das ist das Irre. Ja. Genau, und um den Bogen mal zu spannen, und von Heckler und Koch wegzukommen, der Film hat auch richtig gute Kritiken bekommen, 91% positiv bei Rotten Tomatoes, wenn man das mal so in den Raum schmeißen muss, das ist schon wirklich cool und ein gutes Zeichen. Und jetzt kommen wir zum Ursprungsthema, das ist auch einer der Filme, die gerne jetzt dann aktuell mal
im Autokino gezeigt werden, weil man nimmt natürlich, man kann keine ganz neuen Filme momentan im Autokino zeigen. Man zeigt entweder sowas wie König der Löwen, Klassiker, gerade auch ein paar Kindersachen, aber halt auch Filme, die vielleicht gerade zuletzt noch im Kino liefen. Also das ist so vor allem die Auswahl, die man aktuell dann so im Autokino bekommt. Und du hattest im Vorgespräch schon erwähnt, hast du da was zusammen geschrieben, recherchiert? Mhm, ja. Hast du da Ausarbeitung darüber gemacht? Oder? Ich habe mich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, weil ich in einer Radiosendung mich dazu äußern sollte und meine persönlichen Erfahrungen mit Autokinos sehr, sehr lange zurückliegen. Einige von diesen Autokinos gibt es schon nicht mehr und meine Erinnerungen sind auch eher, wie soll ich es mal sagen, haben ein Rautenmuster. Ich habe viele Filme zur Hälfte hinterm Zaun gesehen, ohne Ton. Ich habe viele Jahre gar nicht gewusst, dass Filme einen Ton haben, weil ich einfach aus Sparsamkeitsgründen auf dem Weg am Wochenende, wenn wir nachts zu unseren Lieblingsläden gefahren sind, haben wir in Essen am Autokino nochmal Stopp gemacht und haben mal geguckt, was läuft denn da? Und da haben wir dann ein paar Minuten verbracht und geguckt, was sich die Leute da so ansehen. Und es war für uns natürlich ein Stummfilm und irgendwie nochmal so eine Viertelstunde gucken, was da so gerade läuft. So richtig komplette Autokino-Vorstellung habe ich gar nicht viele gesehen, muss ich zugeben. Es gab für die Leute, die sich da so ein bisschen auskennen in der Gegend, am Autobahnkreuz Breitscheid im Mini-Domland, das es auch nicht mehr gibt, auch ein Autokino. Da war ich einmal drin, das war ganz interessant. Ich kann mich nicht mal mehr erinnern, welcher Film das war. Also ja, kann ich bei anderen Filmen aber meistens auch nicht mich erinnern, welchen Film ich im Kino gesehen habe, außer es hat mit irgendwelchen besonderen Ereignissen zu tun, die dazu kamen. Es gibt wohl momentan um die 20 Autokinos bundesweit und die sind auch unterschiedlicher Größe. Und das gerade von mir erwähnte Essen Autokino gehört anscheinend zu den größten, denn es hat gute 1000 Plätze dort. Und der Ort ist ja eher bekannt dafür, dass da an den Wochenenden ein Automarkt ist, aber das Autokino ist anscheinend auch wieder sehr beliebt, weil es gibt wohl noch andere Menschen, die Kino vermissen und da die normalen Säle alle geschlossen sind und man da in der eigenen Dose hinfährt und das Auto auch nicht verlassen sollte im Regelfall, den Ton ja per Radiosignal in die eigene Soundanlage geliefert bekommt und ist das eine zumindest aus Hygienesicht einwandfreie Sache. Und ich spiele auch so mit dem Gedanken, vielleicht doch mal demnächst mal wieder ein Autokino heimzusuchen. Wie gesagt, bundesweit circa 20 Stück. Es gibt dann zum Beispiel in Werdau, habe ich gelesen, es ist in der Nähe von Zwickau 1, da wird man am Autokino von rollschuhfahrenden Servicekräften mit Naschwerk und Snacks versorgt. Wie in den USA. Ich würde gerade sagen, so wie in den 50s. Ich habe jetzt keine Bilder, aber im Kopf habe ich welche. Es läuft bei mir wirklich so ein 50s-Film gerade im Schädel ab. Und das ist schon ganz witzig. Man sollte aber, wenn man mit dem Gedanken spielt, sich in ein Autokino zu setzen, an ein paar wichtige Dinge denken. Denn selbst an diesen schönen Tagen, wie wir sie jetzt haben, wird es abends etwas kühl. Und da ist es gar nicht verkehrt, wenn man sich irgendwie vielleicht noch einen Heizlüfter mitnimmt. Denn viele Autokinos haben eine Stromversorgung oder Decken, die man sich hier über die Knie legen kann, wenn man damit nichts anderes vorhat. Also nicht mit der Decke, sondern mit den Knien. Damit man das Fenster nicht ständig aufhaben muss, vielleicht auch irgendwas zum Wischen da sein, dann wenn das mal beschlägt. Darf man gar nicht. Was? Nee, das, okay, dann darf man es gar nicht. Dann sollte man. Aktuell darf man es wohl nicht. Umso wichtiger, damit der Lüfter einem den Ton nicht total verrauscht, sollte man sich wirklich was zum Freiwischen der Scheiben mal einpacken. Es gibt ja Leute, die heftig atmen da dann, ne? Klar, aber da muss ich ja sagen, da hätte ich einen riesen Vorteil mit meinem Hybridauto. Ich lade den einmal akkumäßig voll und der hat ja automatisch eine Standheiz und Lüftung und alles und dann kann ich den einfach den Elektromotor anlassen und dann ist gut, ne? Also das ist schon, aber für alle anderen ist es natürlich ein Thema, weil du lässt ja das Auto nicht an, ne? Nee, sollte man besser nicht, ne? Und Was auch nicht uninteressant ist, der eine oder andere mag ja in seinem Auto gerne mal so ein bisschen lässiger sitzen, aber man sollte sich auch überlegen, dass man diese Position, die man da hat, auch braucht, um raus auf die Leinwand zu schauen. Das heißt, wenn man sich
es gibt ja auch Autos, die von der Bauart her so sind. Ich erinnere mich daran, dass ich, glaube ich, mal in einer Bacetta gesessen habe, in einer Fiat, und das Gefühl hatte, ich gucke oben aus dem Fass raus. Irgendwie, oder der Sitz war durch, ich weiß es nicht. Ich glaube, in einem Autokino hätte ich da immer nur die obere Hälfte der Leinwand gesehen. Also über solche Dinge mal vorher einen Gedanken verschwenden, sich vielleicht ein Kissen einpacken, vielleicht eine Decke für über die Knie, damit es dann nach 2 Stunden mit abgeschaltetem Motor draußen nicht zu kühl an dem Beinchen wird. Und sofern das Autokino vielleicht keine Versorgung anbietet, was teilweise auch der Fall ist, aus hygienischen Gründen, packt man sich natürlich selber irgendwie ein paar Tüten Chips, Popcorn oder ein paar Buddel Cola ein. Genau, dürfen sie zum Großteil nicht. Ich weiß wohl, mein ehemaliger Arbeitgeber, das Cineplex in Lippstadt, betreibt eins auf dem Firmengelände der Heller. Mhm. Und da haben sie es so gelöst, dass du beim Ticketkauf auch auswählen kannst, du möchtest eine Nachos oder Popcorn dabei haben. Und dann kriegst du das, wenn du da reinkommst, glaube ich, direkt kontaktlos übergeben oder so. Mhm. Oder kannst du dir dann da wegnehmen für dein Ticket. Apropos kontaktlos, die meisten bestehen inzwischen auch darauf, dass vorab gebucht wird und man kriegt dann wie am Flughafen sozusagen einen Code auf sein Handy, dann kann man durch die Zugscheibe sich sozusagen bei der Einfahrt legitimieren, einen Code vorzeigen und dann wissen die Leute auch, ohne dass wir angehustet werden, dass sie rein dürfen. Genau. Diese 20, die du gerade meintest, das sind aber feste Autokinos, die auch außerhalb von der Corona-Geschichte ja, die da noch existieren. Richtige feste Installationen. Es gibt auch fliegende Bauten inzwischen, ne? Sozusagen, ja, momentan ganz viele. Also wie gesagt, ich kann dir alleine 3 hier im Kreis Soest sagen. Also wie gesagt, in Lippstadt auf dem Hellergelände, in Soest ist eins bei Bad Sassen, zwischen Soest und Bad Sassendorf auf dem Privatflugplatz oder auf so, wo so kleine Maschinen starten und landen. Da ist vom Universum Soest Kino quasi das Autokino. Und in Hamm gibt es sogar 2. Da gibt es einmal einen, der sonst, ich glaube, so ein Hammer Summer, so ein Festival organisiert. Der hat ein Autokino organisiert und mein Ex-Chef, also dem das auch in Lippstadt gehört, der hat sich jetzt auch in Hamm bei den Hammer Hallen, hat er auch nochmal ein Autokino gemacht. Also es gibt aktuell, also ich kann dir allein jetzt hier, wenn du Hamm mitzählst, Hamm soest, kann ich dir 4 Autokinos sagen, die aktuell existieren durch diese Corona-Geschichte. Daran merkst du, dass ich zu viel zu Hause bin. Das kriege ich alles gar nicht so mit, wenn es mir keiner erzählt. Danke dafür. Gerne. Und das sind nur ein paar. Also ich bin natürlich, folge ich fast jedem Cineplex in Deutschland und bei Facebook merkt man das sehr stark, dass plötzlich alle mit so einem Autokino-Programm nachziehen oder halt, dass viele auch mit diesem wir verkaufen Popcorn und Nachos und verschicken das oder verteilen das oder man kann es sich mittlerweile abholen, ne, also Konzept um die Ecke kommen und aber auch Autokinos, also ich glaube allein diese temporären Autokinos, das werden eine Menge sein in Deutschland, glaube ich. Wenn es alleine bei uns jetzt hier im Kleinkreis Soest 4 Kinos gibt. Ja, komm, Kleinkreis, mein Soest ist der Mittelpunkt der Welt, wie wir ja alle wissen. Ja, natürlich. Heißt es nicht schon irgendwo in alten deutschen Liedern, New York, Paris, Soest oder so ähnlich? Egal, Spaß stimmt, beiseite. Ja. Leider, aber du wirst recht haben. Es ist das, wonach andere Branchen eben auch suchen, nach der Möglichkeit, ne, unter den Auflagen, die im Augenblick herrschen, trotzdem nicht den Betrieb komplett einstellen zu müssen. Genau, genau. Ja, deswegen, also Autokino, spannendes Thema. Es kommt ein bisschen natürlich drauf an, wie gut die Anlage ist, aber man kann es natürlich nicht mit dem Kino vergleichen. Ich glaube, es hat diesen Flair halt, ne? Und dadurch, dass keine aktuellen Filme laufen, ist das auch verschmerzbar. Nö, und es ist auch immer noch was Besonderes, denke ich, dass man wirklich so mit dem Auto ins Kino oder ne, ins Autokino fährt und je nachdem, welche Plätze da sind, die stationären, die Kinos sind ja meistens auch so, dass da keine Rampen sind, dass die Fahrzeuge an ihren Stellplätzen so ein bisschen die Nase heben und ne, die Insassen damit auch Blick nach oben auf große Leinwand haben. Ich denke, bei den improvisierteren Kinos könnte es, so stelle ich es mir vor, etwas problematischer sein, wenn man sozusagen wie im Stau hintereinander steht, sieht man doch mehr Auto als Leinwand. Ja, also ich habe nur Bilder gesehen, ich war wie gesagt selber auch noch nicht da. Die Leinwand ist aber recht hoch positioniert. Das könnte helfen. So dass du, genau, dadurch hast du halt den Vorteil, dass du, wenn du den passenden Abstand hast und wenn du nicht gerade mit dem
weiß nicht, Land Rover, der 3 Meter hoch ist, da anfährst, dass du halt ganz, ganz gut über alle Autos immer hinweg gucken kannst auf die Leinwand. Also ich habe auf jeden Fall noch keine Klagen gehört. Ich denke, das wird man da schon passend mitkalkuliert haben. Und ja, in Essen, glaube ich, ist das so, dass man da so ein bisschen ein Stück hochfährt. Ne? Dass man da haben die einzelnen Parkplätze so eine leichte Delle. Ja, da hebt sich die Vorderachse und das Auto so ein bisschen nach oben. Ja. Gut, also wie gesagt, Autokino eine spannende Alternative, neben typisch natürlich den Streaming-Anbietern. Da fehlt natürlich noch die Frage, lieber Peter, was hast du denn zuletzt gesehen? Meine Zeit, also ich will jetzt niemanden damit belästigen, was alles an Altem. Ich gehöre zu den Leuten, die gerne mal auf Repertoire zurückgreifen, weil es Dinge gibt, an denen ich einfach Spaß habe und sie immer wieder gerne sehe. Aber hier soll es ja auch ein bisschen um das gehen, was noch nicht ganz so angestaubt ist. Und sagt dir der Titel Polar etwas? Und wir reden jetzt hier nicht von irgendwelchen Naturdokus, sondern von einem Spielfilm mit Mads Mikkelsen, der nämlich einen Profikiller namens Duncan Wilser spielt, der in der Branche als Black Kaiser bekannt ist. Er arbeitet für eine Organisation, die ihre, Damokles heißt sie, die ihre Mitarbeiter mit 50 in den Ruhestand schickt. Die kriegen dann sozusagen ihre letzten Prämien und so eine Abfindung und können sich dann zurückziehen. Was der gute Duncan nicht weiß, ist, dass diese Organisation auch noch eine interne Killertruppe von relativ jungen, wilden, bekloppten, mordlustigen Leuten hat, so ein bisschen 80er-mäßig hat mich das an irgendwelche Filme erinnert, ich komme da noch drauf, die dann losziehen und die Pensionäre kurz vor der Auszahlung ihrer Zahlungen abserviert, weil dann das Geld natürlich nicht ausgezahlt wird und die Firma sich die Millionen, die da noch fällig gewesen wären, sparen kann. Blöde Sache. Unser Held zieht sich ungeachtet dessen, weil er es ja noch nicht weiß, zurück in ein kleines Dorf, winterliches Montana, kleine, wirklich so ein 200-Seelendorf und versucht dort irgendwie aus den Traumata seines Berufslebens auszusteigen, weil es gibt immer wieder Flashbacks, in denen wir erleben, dass der Mann wirklich eine Tötungsmaschine war, aber auch ein Soziopath allererster Güte, denn eine Familie, Freundschaften oder auch nur ein ständiger Wohnort ist in dieser Art von Leben einfach nicht planbar gewesen. Aber er wird dann von dieser Killertruppe gefunden, die ihn dann auch fast umlegen. Und er ist nun mal immer noch ein Guter in seinem Job und kann sich aus diesem Dilemma erstmal befreien und flieht. Und damit beginnt der Film eigentlich erst. Das ist zwar schon eine gute Stunde, die ich ja so ein bisschen zusammengefasst habe, aber dann kriegt der Film nochmal eine richtige Fahrt. Denn er hat mittlerweile an diesem Ort auch eine junge Frau entdeckt, die psychisch ähnlich gestrickt ist wie er. Warum? Wir ahnen es noch nicht. Und mit der flieht er zusammen. Zu der hat er seit vielen Jahrzehnten das erste Mal sowas wie eine emotionale Bindung. Er weiß nicht warum, aber es gibt ja, sagen wir mal, ein größeres Defizit in seiner Seele. Und als dass die ihn verfolgen, mitkriegen, schnappen die sich die Frau und wollen ihn damit erpressen. Und das mögen ja Leute, die im Morden ausgebildet sind, nicht so sehr, wenn sie unter Druck gesetzt werden, sage ich mal. Dieser Film ist, ich will das gar nicht so sehr auswalzen inhaltlich, weil er hat einige Drehungen und Wendungen, die einen wirklich überraschen. Und selbst wenn man nach 2 Stunden denkt, boah, das ist jetzt aber wirklich ein hartes, sehr unschönes Ende, dann gibt's nochmal 40 Minuten und da dreht sich das Karussell nochmal richtig. Also ich will das mal zusammenfassen. Polar, super besetzt. Mads Mikkelsen, hervorragend. Es gibt ein paar fantastische Neben- und Cameo-Rollen, unter anderem Matt Lucas. Sagt dir der Name etwas? Er spielt hier den Chef dieser Killerorganisation, Mr. Blut. Matt Lucas ist der kleine Dicke aus Little Britain. Erste Mal sehe ich ihn in einem Spielfilm, wo er einen zynischen Mörderbandenchef spielt. Dann gibt's einen netten kleinen Cameo-Auftritt von Richard Dreyfuss, von dem ich bis dato gar nicht wusste, ob es ihn überhaupt noch gibt. Ne, Richard Dreyfuss, du erinnerst dich, der weiße Hai, dieser Hai-Forscher in dem Trio. Und hat ja wirklich einen charmanten kleinen Nebenauftritt. Regisseur ist ein gewisser Jonas Åkerlund, wahrscheinlich viel skandinavischer ausgesprochen, der bisher eigentlich
bis auf ein paar Spielfilme, Legende ist für seine Musikvideos. Und da greift er wirklich ins Volle, von Roxette angefangen, aber dann geht's richtig los. Metallica, Lady Gaga, Rammstein, Ozzy Osbourne und so weiter. Also wirklich die richtig knalligen Sachen hat er gemacht. Und alle paar Jahre macht er dann auch einen Spielfilm. Gar nicht mal schlecht. Die Vorlage, man merkt es ihr an, ist eine Graphic Novel. Also dieser Film hat sehr viel von dieser Ästhetik eines Graphic Novels, die hier eingeflossen sind. Keine Ahnung, ob Mads Mikkelsen selber darauf Wert gelegt hat, denn er ist auch Produzent dieses Films. Er ist hart, dieser Streifen. Also mit schwachen Magenwänden kann man davor eher oder muss man davor so abraten. Er ist brutal, er ist blutig. Ich finde, dafür ist er erstaunlich wenig zynisch. Ich weiß nicht, wie sie das hingekriegt haben, aber wenn man alleine auf die Darstellung von Härte und Brutalität und teilweise auch wirklich Blut in rauen Mengen allergisch reagiert, kann man sich den wirklich sparen. Um sich drin zu weiden, ist es vielleicht auch nicht das Richtige, fände ich auch nicht in Ordnung. Muss man aber auch nicht, denn der Film hat von der Erzählung, von der Geschichte her einiges zu bieten. Und wie gesagt, ein Hauptdarsteller, der alleine durch seinen Blick Gemüse tiefrühren kann. Das ist der Hammer. Also Mads Mikkelsen ist wirklich, wie man in einem Gesichtsausdruck so viel reinlegen kann, das können anscheinend nur die Guten. So, was möchtest du noch wissen dazu? Ich will, wie gesagt, hier nicht spoilern, weil da gibt es ein paar Drehs zum Schluss. Überraschung. Also ich glaube, ich habe es mal flüchtig bei Netflix gesehen. Ich habe gesehen, aber es ist ja auch ein Netflix-Film. Ne? Ja. Also den kann man bei Netflix gucken. Also den werde ich mir auf jeden Fall mal auf meinem Zettel schreiben. Und ich habe, wo du gerade sagtest, brutalen Film, habe ich gleich auch noch einen, auch bei Netflix, den ich eigentlich gleich dranhängen könnte. Mach mal. Dann mache ich das. Ich habe nämlich einen polnischen Film auf Netflix gesehen. Mhm. Eine Idee oder? Nee, ich bin gespannt. Es war nur der Versuch, akustisch klar zu machen, dass sich bei mir die Ohren aufstellen, sofern es unterm Kopfhörer geht. Ja, es ist ein Film, Polizeithriller im Grunde, eine Mischung. Ich glaube, der Regisseur hat sich da definitiv an Filme wie Sieben oder Saw irgendwie orientiert, so vom Gefühl her, weil die Idee ist sogar recht ähnlich zu Sieben. Der Film heißt Plagi Breslau und es geht um eine Polizistin, die eine Mordserie aufdecken muss. Und jeden Tag um 18 Uhr geschieht ein neuer Mord, der etwas mit den Plagen Breslaus zu tun haben. Wo dann jedes Mal auf anderer, sehr oft sehr bestialische Art und Weise ein Mensch zu Tode kommt. Der wird zerrissen, zerhackt, was weiß ich. Also es kommt ein bisschen immer auf die jeweilige Plage an, in der es da geht. Und es gab wohl damals, das ist wohl wirklich auch historisch irgendwie mit Breslau verbunden, 6 Plagen und die werden aufgearbeitet. Und man kommt natürlich nach jedem Mord dem Täter ein bisschen mehr auf die Spur, gibt auch ein paar nette Wendungen und überraschende Momente, hat ein enorm hohes Tempo. Der Film geht gerade mal nur 90 Minuten und hat aber dadurch ein extrem hohes Pacing und es geht zack, 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 zack von quasi Mord zu Mord. Und ist super inszeniert. Es ist nicht ganz so brutal wie Saw, deswegen würde ich es eher schon fast mit Sieben vergleichen, wo es ja auch so mit diesen Todsünden, mit den 7 Todsünden war. Mhm. Hier ist es halt ähnlich mit den 6 Plagen und macht in Anführungsstrichen Spaß. Also es ist echt ein cooler Film aus dem wunderschönen Polen und in dem Fall aus Breslau mit ein paar echt coolen Aufnahmen, ein paar coolen Action-Szenen, Stichwort Pferd in der Stadt. Also es ist sehr cool inszeniert, hat auch so ein bisschen was mit, ich gucke es ja weniger, meine Frau guckt es mehr, aber hätte auch sowas von einem Tatort aus Polen, der sehr brutal ist. Also schau ihn dir mal an. Also ich habe mir den Titel notiert. Sehr spannend. Also klingt wirklich so, als wenn es einem Spaß machen könnte, sich den anzusehen. Wenn man von Spaß immer in solchen Zusammenhängen redet, ich hoffe, die Leute verstehen, dass wir nicht per se der Meinung sind, dass je blutiger das Leben ist, umso schöner. Aber man muss halt einen Unterschied machen können zwischen Fiktion und Realität. Und das können wir ja schließlich.
Aber du hast recht. Genau, hat vielleicht gerade, bevor du ja. übernimmst, das hat auch gerade, vielleicht passt es so ein bisschen, so ein kleiner Wink mit dem Zaunfall, geht auch so ein bisschen Richtung Revenge und vielleicht auch ein bisschen fragwürdige Moral am Ende. Also von daher, das passt auch so ein bisschen gerade in unsere Filmaufreihung, die wir gerade so ein bisschen vorgenommen haben, wo wir gerade auch davor noch bei der Unsichtbare waren. Mhm. Also ja, auf jeden Fall eine Anschauempfehlung. Ich habe die deutsche Synchro gesehen, das polnische war mir dann doch eine Nummer zu hart. Kannst du polnisch? Ich wollte gerade sagen. Nein, ich glaube, es ist wirklich schwer. Es ist wirklich schwer, also für deutsche Zungen. Genau. Aber ich kenne Kollegen, auch gerade aus dem Podcast oder aus dem Kritikerbereich, die sonst auch gerne asiatische Filme lieber im Original gucken, auch wenn sie nichts verstehen, mit Untertiteln, um irgendwie die Atmosphäre oder wie die Leute sprechen, noch mit aufzusaugen. Aber ganz ehrlich, nee, das tue ich mir dann doch nicht an, in Anführungsstrichen. Nicht solange es gute Synchronisationen sind, sag ich mal. Und die deutschen Synchronisationen sind in der Regel sehr gut. Es hat beides was für sich. Ich habe mich lange von dieser Attitüde verabschiedet, zu sagen, nur im Original bringt der Film ja alles rüber. Nein, manchmal bringt er einem nur die Hälfte rüber, weil man nicht alles kapiert hat, was man gesehen hat. Und für die Atmosphäre und auch für den Klang des Tons ist es manchmal etwas anderes, wenn es Originalaufzeichnungen sind oder wenn man die Originalstimmen hört. Ich meine, wir haben so super Synchronsprecher, aber du musst irgendwann mal auf irgendeiner DVD bei Al Pacino in den Originalton schalten, um diese unglaubliche Stimme mal im Original gehört zu haben. Wer das nicht hat, weiß nicht, warum dieser Mann so eine Durchschlagskraft hat. Nur als Beispiel. Ich würde gerne noch mal einen Halbsatz auf Polar eingehen. Da gibt es nämlich eine Szene, oder sagen wir so, ich gucke gerade aus meinen Festplatten die Filme von Agent Hamilton, einer skandinavischen Agentenserie, die ziemlich hart ist. Und da gibt es gerade eine Folge, die heißt Im Interesse der Nation, wo der Mann nach einem wirklich traumatischen Einsatz mit vielen Toten zu Hause auf dem Sofa sitzt und mit der Klinge in der Hand, also kampfbereit einschläft, von seiner Frau irgendwann angestupst wird und danach ist sie tot. Im Polar gibt es eine ähnliche Szene mit einem Hund. Ich wollte das nur gerade mal sagen, weil ich dachte, ich habe gerade ein Flashback, weil die Szene mehr oder weniger identisch diese Art von Mensch beschreibt, die Tag und Nacht im Wachen wie im Schlafen in dieser Hyperspannung sind und wenn sie nicht aufpassen, mit einer Handbewegung erwachen, die für andere Menschen tödlich sein können oder Hunde. Und ja, aber damit ist nicht so viel verraten über den einen wie den anderen Film. Aber nur so viel. Ich gucke, wie gesagt, gerne im Augenblick Sachen, die bei mir so auf Halde liegen oder auch schon mal gesehen worden sind, wie Jesse Stone, diese Serie mit Tom Selleck, die ich, glaube ich, mittlerweile zum dritten Mal mir komplett ansehe. Alle 9 Teile, weil es den 9. Teil erst seit relativ weniger oder kurzer Zeit gibt. Bisher war das in Deutschland immer nur ein 8-Teiler. Aber ich finde die Atmosphäre sensationell. Und ja, sowas kann man sich dann schon mal hier und da runterladen oder auf einen dieser netten Spartenkanäle, die ARD und ZDF nämlich bieten, ne? Neo etc., gezielt rauspicken. Und die Mediatheken gewinnen für mich immer mehr an Bedeutung, weil wenn man da sich ein bisschen auskennt, findet man da echte Schätze. Aber ist nicht immer jedermanns Sache, aber ich finde es schön, dass auch an speziellere Bedürfnisse gedacht wird auf die Art und Weise und bei der von einigen immer so bemeckerten GEZ-Gebühr so viel drin ist, nämlich ein Dutzend Fernsehmediatheken. Ne? Also von Regionalsendern über ZDF bis Arte und einfach tolle Sachen. Ja, aber das macht sich auch nicht von allein. Ne? Richtig, absolut, ja. Okay, Hast du noch? Ach, im Prinzip im Prinzip bin ich soweit durch. Ich sitze hier voller Spannung. Wir wollen uns doch, glaube ich, was ist das für eine Ausgabe? Die wievielte? Sprich, was ist unser 87. 87. Ich versuche mich gerade innerlich auf dieses Jahr zurückzubesinnen. Wie alt warst du? 5. 5 Jahre alt. Okay, ich sage es nicht. Aber ja, ich war etwas älter. Du warst 2 Jahre älter, ja? Ungefähr, ja. Ich hatte meine Schule hinter mir, ich hatte meine Berufsausbildung hinter mir, ich hatte meine Bundeswehrzeit hinter mir, ich hatte 87 meinen zweiten Bildungsweg, mein Abitur auf dem zweiten Bildungsweg hinter mir, ich hatte
ich war schon wieder anderthalb Jahre in meinem alten Beruf tätig gewesen und wartete auf den Studienplatz. Ich glaube, 87 ungefähr habe ich angefangen zu studieren. Also relativ spät für mein Alter, ich versuche gerade so in dieses Feeling reinzukommen, um mich an diese Jahre zu erinnern, wie ich damals auch Kino geguckt habe. Eigentlich noch sehr unprofessionell, weil erst zum Studium habe ich meine professionelle Liebe dazu entwickelt, aber die Liebe zum Film war ja schon da. Ich bin mal gespannt, an welche Filme ich mich erinnere. Ja, das werden wir sicher gleich noch feststellen. Apropos Filme, Kino. Ich habe zwei Filme noch nachgeholt, die ich gleich mal kurz erwähnen möchte, die ich gesehen habe, die du vielleicht schon gesehen hast im Dezember oder so. Oder Ende letzten Jahres müssten die im Kino gewesen sein. Machen wir ein kleines Quiz raus. Beide Filme spielt in der Hauptrolle Dwayne the Rock Johnson mit. Hast du eine Idee? Einer davon ist bestimmt Jumanji. Das ist schon mal richtig. Also ja. Der zweite Teil, ne? Wahrscheinlich. Ja, genau. Ja. The Next Level oder wie er heißt. Ja, ja. Ja, aber der dreht ja alle drei Tage einen Film. Ich glaube, er ist der bestverdienste Schauspieler momentan. Nicht nur, weil er ein ordentliches Gehalt bekommt, sondern auch, weil der dreht wie bekloppt. Der ist fleißig ohne Ende. Das ist die Disziplin in Person, was man in körperlichen Dingen ihm ansieht. Aber der ist auch in der Birne und auch moralisch. Ich sag mal, was die Arbeit so angeht, muss der wirklich eine Maschine sein. Aber ich wüsste jetzt nicht, gib mir mal einen Tipp, was ist in dem zweiten Film Stichwort? Ist gefühlt so ein bisschen wie so eine Buddy-Cop-Komödie aufgemacht. Hupsi, 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 hupsi. Ja, was richtig, das ist der erste Name. Ja, was, wie, ehrlich? Nein. Ja, hups. Ehrlich, ich komme nicht drauf. Der Hupsi war schon verdammt gut. Ja, ja, aber das war mehr Intuition als Wissen. Ja, das ist ein Spin-off zu einer der erfolgreichsten Filmreihen der Welt. Oh, es gibt doch kein Miami Vice Spin-off, oder? Nein. Ist das eine der erfolgreichsten Film-Kinoreihen? Ach, Kinoreihen? Nein, natürlich nicht, weil eine Fernsehserie. Entschuldige. Gibt es, glaube ich, acht Teile schon von? Ach, Hobbs und Dings Shaw und Hobbs. Hobbs und Shaw? Hobbs und Shaw. Hobbs und Shaw, so rum war es. Ich habe den anderen Teil auch nicht gesehen. Hobbsi so gut. Ja, ja, komischerweise. Ich weiß nicht, was mich dahin geritten hat. Ich hab die leider nicht gesehen. Es ist natürlich wirklich ein Mega-Erfolg gewesen. Aber ich bin aus der ganzen Serie, so glaube ich, bei Teil 2 oder 3 eher ausgestiegen und es hat mich nicht mehr so wirklich gezogen. Man muss irgendwann mal zusehen, dass man die Zeit, die man hat für die Filme, ne, nutzt, die man wirklich will. Das waren die ganz geschickt im Hobbs & Shaw. Fangen wir damit vielleicht mal kurz an. Jason Statham mit Dwayne The Rock Johnson in Hauptrollen, die ihre Rollen aus der Fast and Furious-Reihe spielen. Aber das Wissen davon ist nicht wirklich so relevant für diesen Film. Das Einzige, was man vielleicht wissen sollte, ist, dass die beiden sich einfach nicht mögen. Also, weil dass da gewisse Differenzen schon immer gab. Also, dass die dann zusammenarbeiten müssen, dass dadurch entsteht natürlich dann auch die Komik in dem Film und die Sprüche, die sie sich gegenseitig anwerfen oder sich versuchen, gegenseitig zu übertreffen, indem der eine versucht, mehr böse Jungs wie der andere zu vertrümmern. So muss man sich das Ganze vorstellen. Ne? Keine Ahnung, ob keine Ahnung, ob es Marketing ist, aber es heißt ja, die beiden wären auch privat nicht die besten Freunde. Also es wird immer wieder kolportiert, dass bei den Dreharbeiten sie sich eher aus dem Weg gehen und sich gar nicht so zu schätzen wüssten. Aber es kann natürlich auch sein, dass das genau so ein Marketinginstrument ist, um diesen Spirit von diesen Filmen, weil Handlung, hat, glaube ich, jede Folge einer Action-Serie. Genau, Handlung ist so ein bisschen Standard 0815, der Bösewicht gespielt von, sag mal schnell, der gerne Bond sein möchte. Wer ist denn? Der Turmhauptdarsteller. Ach, der Lucifer-Darsteller. Ja, ja, ich hab's auch gleich. Meine Zeit. Mann, peinlich. Das ist wirklich peinlich, verdammt nochmal. Aber egal. Er spielt so einen super Bösewicht mit so ein bisschen Cyborg-mäßigen Kräften, was ihn dann natürlich dann auch konkurrenzfähig macht, die beiden Paroli zu bieten.
Und ja, und Idris Elba. Stoppen. Genau. Ja, mein. Ja, deswegen, sorry. Ja. Also, das ist der eine Film. Ich glaube, der war auch gar nicht so erfolgreich, aber er war für über ein Streaming oder für zu Hause mal gucken, war der ganz amüsant. Ich habe den sogar mit meiner Frau geguckt und ich glaube, selbst die hatte so ihren Spaß dabei. Du also, hast ja eine lustige Frau. Das Ganze wird für Jungs gemacht, ne, die ja, irgendwie genau. auf ihren Führerschein warten, entweder weil sie noch zu jung sind oder ihn abgeben mussten. Nein, aber Spaß beiseite. Ja gut, warum nicht, wenn sie Spaß daran hat und du... Ich mag halt auch gerade den Statham und die beiden so in der Kombi, hat mir Spaß gemacht. Also ist kein anspruchsvoller Film, welche Überraschung, aber ja, kann man sich... Muss ja nicht. Und Mirren spielt sogar kurz mit. Oh, aber die ist auch schmerzbefreit, mal ironisch sich zum Besten zu geben. Wie war denn die... Ist die Mutter von Stan, also in dem Film. Wie war die Jumanji-Fortsetzung? Genau, Jumanji war der zweite Film. Ich fand den ersten schon überraschend humorvoll und gut umgesetzt. War eine coole Idee, so diese ganze Sache einfach mal fortzusetzen, dass das halt ein Videospiel ist und dass die Kinder in diese Charaktere schlüpfen, die dann halt die Hauptprotagonisten sind in diesem Spiel. Und ich finde der zweite Teil, ja gut, der knüpft da natürlich halbwegs logisch dran an, dass der Junge in der Gegenwart merkt, er ist nicht so cool wie in dem Videospiel und will dann wieder zurück ins Videospiel, geht dann da alleine rein, seine Freunde merken das und laufen ihm hinterher. Und dabei passiert aber Folgendes, dass der Opa und dessen Freund mit in das Spiel reingezogen wird, sodass man halt auch so ein bisschen Buddy-Switch hat oder Charakter-Switching. Dass Danny DeVito plötzlich dann halt einer der, ich glaube, Danny DeVito ist die meiste Zeit hier Chris Hart oder so. Oder wie heißt der nochmal? Der auch da wieder der Schwarze. Nicht Chris Hart. Kevin Hart, genau. Der spielt den, der ist meistens in diesem Kevin Hart, aber die switchen zum Teil zwischendurch auch mal die Charaktere durch. Aber ansonsten ist natürlich der Maincast wieder mit dabei. The Rock, die Gillian, der natürlich Jack Black spielt wieder mit und wie gesagt Kevin Hart. Und ja, es macht schon wieder viel Spaß. Also ist vielleicht nicht mehr ganz so spritzig humorvoll wie der erste, weil natürlich auch viele Gags natürlich schon gemacht worden sind. Aber für eine Fortsetzung war das auf dem Level schon wieder sehr amüsant und er lässt am Ende auch wieder ein bisschen was offen, dass man da schon drauf hoffen kann, dass es da einen dritten Teil geben wird. Gehe ich von aus. Ich glaube, dass er auch wieder erfolgreich war. Ja, das ist auch mehr eine mathematische Frage. Also beides Filme, die ich jetzt nicht wirklich bereut habe, die ich aber auch nicht zwingend damals im Kino hätte sehen müssen. Aber sie machen Spaß, beide halt actionreich, humorvoll, eigentlich eine schöne Mischung, die ist gar nicht ja so, die manchmal vielleicht fehlt, diese Leichtigkeit von Actionfilmen. Apropos Actionfilm, ich hab doch noch einen Actionfilm gesehen, der auch recht hart war, auch auf Netflix, nämlich der neue Actionfilm mit Chris Hemsworth. Mhm. Und? Der ist schon ziemlich hart. Der strahlt jetzt auch nicht vor Story, sondern ist so eine Mischung aus Man Under Fire, wenn dir da noch was sagt. Ja, Washington, richtig. Und genau, und warte mal, womit habe ich ihn denn noch verglichen? Ja, und vielleicht sogar vom Gewaltgrad zum Teil ein bisschen mal wie John Wick, oder? Ja, also eine Mischung vielleicht daraus. Also geht schon zur Sache und ja, ist auch. Und hier ich hab's heute nicht mit Namen. David Harbour spielt, glaube ich, mit hier, von der auch zuletzt bei Stranger Things den Hopper gespielt hat oder auch im letzten Hellboy die Hauptrolle hatte. Der spielt halt auch eine sehr, sehr coole Rolle und ist sehr hart und Chris Hemsworth mal in einer harten Rolle mit einem, ich nenn's mal, einem Ende, was man vielleicht sich vorstellen kann, aber auch ein sehr konsequentes Ende, nennen wir es mal so. Und in der Summe ein sehr harter Action
Film, der tolle Aufnahmen hatte, genau, also gerade so von diese Weitaufnahmen von dem, ich nenne es mal Schlachtfeld oder von diesen Städten, das sah optisch schon echt schick aus. Also das wäre wirklich ein Film gewesen, den hätte man sich auch super auf einer großen Leinwand anschauen können. Ich muss nur gerade noch mal gucken, wie er heißt. Der hatte doch so einen interessanten, spannenden Namen. Ich glaube, ich habe das Plakat gesehen oder zumindest in der Übersicht, aber da ist er. Der heißt im Original Extraction und in Deutsch haben sie noch was dran gehangen. Da heißt er Tyler Rake Extraction und Tyler Rake ist der Charakter, den Chris Hemsworth spielt. Als wenn es das jetzt einfacher macht. Ja, deutsche Titel, ein Thema für sich. Da könnte man wirklich ein eigenes Thema rausmachen, ja. Ja. Ist übrigens auch hier von einem der Russos, das merkt man auch von der Optik her, von Joe Russo, der ja mit seinem Bruder Anthony Russo ja auch zuletzt die ganzen letzten Marvel-Action-Filme gemacht hat. Die können auch alleine? Und zuletzt. Ja, also ich glaube, in dem Trailer stand sogar, dass es von den Russos ist, aber wenn man hier in Netflix reinschaut, unter Drehbuch steht nur Joe Russo. Aber ich glaube, beide haben es produziert und das Drehbuch ist von Joe Russo. Ja, so okay. Haben sie es sich wohl irgendwie aufgeteilt. Also auch ein Actionreißer, den ich an der Stelle echt empfehlen kann. Der ist echt gut. Jo. Dann, bevor wir ins Jahr 87 reisen, vielleicht noch zwei oder ein paar Infos zu meinen Serienschauwerten. Wir sind leider noch nicht ganz durch. Ich gucke gerade Westworld Staffel 3. Kleiner Sneak Peek, macht wieder viel Spaß. Spannend ist da das Thema Synchronisation. Wie einige anderen Serien musste auch hier nach der dritten Folge, wurde nicht weiter oder konnten sie nicht wegen Corona weiter synchronisieren. Die werden quasi auf Sky, ich glaube im Juni, Juli, die Folgen nochmal alle wiederholen in Deutsch und dann auch fertig synchronisiert. Bedeutet, man konnte die ersten drei synchronisiert gucken und die anderen dann haben sie weiter ausgestrahlt, aber nur im Englischen. Und da bin ich jetzt bei Folge 7. von 8, also eine muss ich noch gucken und dann werde ich in der nächsten Folge sicherlich noch mal ein paar mehr Worte über gefühlt für mich einer der besten Serien der heutigen Zeit, Westworld, sprechen, die natürlich für mich immer so ein bisschen unterm Radar bleiben, weil sie halt in Anführungsstrichen nur auf Sky laufen und nicht auf einer der großen Plattformen wie Netflix oder Amazon. Genauso Better Call Saul, Netflix-Serie, habe ich noch nicht ganz durch, werde ich sicherlich auch in der nächsten Folge noch mal über die aktuelle Staffel was sagen. Aber was ich bis jetzt von der neuen Staffel gesehen habe, macht das auch wieder sehr viel Spaß und muss sich nicht vor einem Breaking Bad verstecken. Und dritte Serie, ein kleiner Comedy-Tipp, die Kultserie. Und da kommen wir wieder zu den Russos, nämlich produziert von Dan Harmon und den Russos. Dan Harmon kennt man von Rick and Morty, der Zeichentrickserie, die so ein bisschen auf Back to the Future basiert, nämlich mit Professor und mit Morty statt Marty. Und der Dan Harmon hat zusammen mit den Russo Brothers oder Brüdern Community vor 5 Jahren oder so, oder vielleicht sogar vor 6 Jahren, ich weiß gar nicht mehr genau, ins Leben gerufen. Community, eine richtig coole Comedy-Serie, die auch bei uns in Deutschland komplett unterm Radar lief. Ich weiß gar nicht, wo diese Serie lief. Deswegen ist es gut, dass es sogar die 6 Staffeln jetzt alle nach Netflix geschafft haben. Und da spielt zum Beispiel Donald Glover, der Sohn von Danny Glover mit. Der Donald Glover hat ja auch im Han Solo-Film den Lando Calrissian gespielt, den Jungen. Der spielt da eine Hauptrolle. Chevy Chase spielt mit, da sind wir wieder bei der Unsichtbare. Die Kreise schließen sich. In einer sehr coolen Rolle, also älterer Herr, der mit in dieser Community-Gruppe an so einer Schule halt mit, also in Amerika ist das scheinbar so eine Community-College, wo du nachher noch irgendwie so ein College nachmachen kannst und dadurch hast du da so eine Community- oder College-Klasse gemischt aus allen möglichen Altersstufen und da ist dann halt auch Chevy Chase als grauer Opi quasi so mit drin. Und also die Serie ist vom Comedy-Faktor richtig, richtig gut und kann man echt immer so gut wegsnacken, so diese 20-Minuten-Folgen, klassische Sitcom-Länge. Bei 6 Staffeln hat man da ein bisschen was zu gucken und ist absolut eine Empfehlung von meiner Seite aus für alle, die die Community noch nicht gesehen haben. Okay, ist notiert. Gut,
Das hast du immer so gerne. Hast du eigentlich von deinen letzten Notizen aus der letzten Folge noch was geguckt? Ich weiß nicht mehr, was ich mir notiert habe. Natürlich habe ich auch einiges gesehen. Das weiß ich auch nicht mehr. Ich habe den Zettel nicht mehr. Beim nächsten Mal prüfe ich das. Ich okay, das ja, mach das mal. Dass du alles notiert hast. Ja, wo doch. Ich weiß ja nicht, dass du geguckt hast. Das ist mein Lebensdrama. Ich lebe in Zettelbergen, die ich versuche, wenigstens halbwegs artgerecht und sortenrein zu halten. Zettelberge mit Stichworten, was ich mir aus dem Baumarkt besorgen soll, Zettel mit Stichworten, was ich nochmal recherchieren wollte, Zettel mit Stichworten, welche Serien unbedingt gesehen werden müssten. Also wenn du, wenn man in meinen Arbeitsraum kommt, dann denkt man, ich bin zettelsüchtig. Das Problem ist, das hat mir irgendwann jemand erklärt, der von Psychologie ein bisschen Ahnung hat. Sobald du die Sachen aufgeschrieben hast, verschwinden sie aus deinem Kopf. Das heißt, wenn du nicht auf den Zettel guckst, dann ist es weg. Und wenn du die Zettel nicht wiederfindest, dann ist der Zettel nicht da und im Kopf nichts. Das ist das Problem. Aber ich versuche wenigstens auf meine Zettel aufzupassen, aber es werden langsam ganz schön viele. Ja, glaube ich, ja. Ja, das ist, deswegen momentan versuche ich auch ein paar Sachen jetzt aufzuholen, wo man weniger ins Kino geht oder weniger ist gut, gar nicht ins Kino geht, kann man vielleicht ein bisschen was nachholen oder auch ein paar Serien mal nachholen. Das versuche ich dann halt zu nutzen, die Zeit. Ja, das ist mein Zettel, was am Haus und im Garten zu reparieren ist. Der ist bald abgearbeitet. Gut. Tagsüber Gartenarbeit habe ich auch, ja. Also da kann ich mich nicht verdrücken. Nee, geht jetzt leider nicht mehr. Schade eigentlich. Aber wat mut, dat mut. Genau. Ja, wollen wir ins Jahr 1987 reisen? Hast du Lust? Ja, gerne, gerne, gerne. Es ist ja für mich ein Trip in meine, naja, Jugend ist jetzt auch ein bisschen albern gesagt, aber in meine Twenties. Ja. Ich bin gespannt, was du von den Filmen vielleicht sogar noch, oder wo du da noch Erinnerungen hast, die du im Kino gesehen hast. Ich habe da verständlicherweise keinen von dem Kino gesehen, glaube ich. Außer es wäre jetzt irgendwie nochmal eine Wiederaufführung gewesen. Aber nein, ich habe die, glaube ich, alle erst nachträglich gesehen. Mal gucken, ob ich überhaupt alle gesehen habe. Mal schauen. Dann leg mal los. Genau, ich springe gleich in die Top 20. Ich würde trotzdem nur kurz als Star Trek-Fan kurz Platz 43, leider nur auf Platz 43, nicht unerwähnt lassen. Star Trek 4 zurück in die Gegenwart oder Regie Leonard Nimoy, also Spock himself. Das war einer der beliebtesten Star Trek-Teile, wo sie halt ins Jahr 87 zurückgereist sind, um Buckelwale in die Zukunft zu bringen, um sie dort wieder heimisch zu siedeln und eine Invasion von einer außerirdischen Rasse zu stoppen, die versucht, auf der Erde mit nämlich denselbigen Buckelwagen zu Walen zu kommunizieren, die aber halt nicht mehr heimisch waren in der Zukunft, also die ausgestorben waren in Star Trek 4. Das vielleicht mal als kleiner Funfact, dass der in Deutschland leider nur Platz 43 ist. Platz 42, bevor wir dann wirklich in die Top 20 gehen, sehe ich noch Eis am Stiel 7, Verliebte Jungs. War das was für dich in dem Alter noch? Nee, ehrlich gesagt, da war ich schon raus. Es gab in jüngeren Jahren mal hin und wieder Laboum oder Eis am Stiel oder sowas, aber irgendwie hat mich das nie so wirklich angetörnt. Ja, aber trotzdem Wahnsinn, ne? Eine 500.000 Besucher in Deutschland. Ja, das war erfolgreich ohne Ende, natürlich. Ja, Wahnsinn. Teil 7. Ne? Ja, also, da meckern sie jetzt über Fast and Furious mit 8 Teilen. Also das gab es auch schon damals. Mit Sicherheit. Okay, gut, dann springen wir aber wirklich mal deutlich höher. Wir überfliegen der kleine Horrorladen so in den 30er-Platzierungen, Bigfoot und die Hansons, eine Familie. Wobei ich den wirklich klasse fand, der kleine Horrorladen mit Steve Martin. Ja, ne? Absolut. Also das ist ein Film, den ich mir heute auch noch angucken kann. Ist aber auch eher ein Film, der erst im Nachgang so richtig so populär geworden ist, mit Frank Oz Regie, den man ja kennt als Muppet-Spieler quasi. Und Familie zum Knutschen, ich glaube, das waren die Flodders und die Hansons. Blue Velvet vielleicht ist kurz erwähnt, weil wir erst vor 2 Folgen ein David Lynch-Special hatten. Und Blue Velvet ist eines seiner Hauptwerke, Die auf Platz 30 war. Ja, Blue Velvet, definitiv. Martin Scorsese, Die Farbe des Geldes, Jumping Jack Flash. Wie gesagt, da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Wir springen mal wirklich dann auf Platz 20.
Der hat nämlich auch sofort mal das Doppelte wie gerade Star Trek oder auch Eis am Stiel eingespielt auf Platz 20 mit 1,18 Millionen Besuchern. Spaceballs. Yeah. Fällt mir gerade ein, dass ich die DVD vor 20 Jahren jemandem geliehen habe und nicht zurückbekommen habe. Also Klaus, falls du zuhörst. Nein, Spaceballs ja. war eine der geilsten Mel Brooks Filme, finde ich, weil der wirklich, Mel Brooks, ein ganz großer Parodist, aber da hat er auch wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen. Es gibt Szenen, die haben sich ins kollektive Gedächtnis eingebrannt. Ne? Lord Helmchen und wir durchkämmen die Wüste und solche Dinge. Leute, die es gesehen haben, denen muss man wirklich nur Stichworte liefern und da rutschen die Mundwinkel nach oben, ne? Ja, es war damals sogar wohl, ich habe mal Interviews von ihm gesehen, es war sogar mehr als Parodie für Star Trek und Star Wars gedacht. Mhm. Das merkt man noch so ein bisschen an dieser Beam-Geschichte, da gab es mal so einen Beam-Gag. Aber man hat doch gemerkt, dass der Film immer mehr dann eigentlich fast eine 1-zu-1-Parodie dann von Episode 4 oder von Star Wars war. Ne? Also das ist schon nicht zu leugnen. Und ja, ist immer noch einer, wie du schon sagtest, einer meiner absoluten Mel Brooks-Favoriten neben die Geschichte der Welt oder ja, da sind auch so ein, zwei Sachen, die mir da noch einfallen würden. Aber Spaceballs ist, glaube ich, vielleicht sogar mit das populärste von Mel Brooks. Ja, würde ich auch sagen. Neben Springtime for Hitler, aber nein, ich denke Spaceballs. The Producers? Großartig. Ja, natürlich. Ja, ja. Aber ich glaube, wenn du Leute fragst heutzutage, Spaceballs sagt fast jedem noch was und das soll was heißen. Ja, ja, weil er eben an den Kult andockt und immer noch funktioniert. Und ja, ich persönlich habe ein kleines Trauma, was Mel Brooks angeht. Natürlich ein Mann, der aufgrund seiner vielen tollen Filme und wo er auch seine Fingerchen drin gehabt hat, angefangen von Maxwell Smart oder mit Carl Reiner, Co-Produktionen, großartige Bühnen- und Radioshows. Ich hätte den gerne mal interviewt und ich hatte die Gelegenheit und habe den Flug nicht gekriegt. Und da habe ich mir schon mehr oder weniger in den Allerwertesten gebissen. Aber das Schicksal hat dann mir wenige Jahre später nochmal die Gelegenheit beziehungsweise eine deutsche Filmfirma gegeben. Ich weiß nicht mehr genau zu welchem Film. Ich glaube, es war Helden in Strumpfhosen, diese Robin Hood-Nummer, ihn zu interviewen. Und da hat er dann, aus welchen Gründen auch immer, kurzfristig die Interviewreise abgesagt. Also es sollte nicht sein, dass ich und Mel Brooks aufeinandertreffen. Aber schade. So verbindet uns auch etwas, nämlich das Nicht-Aufeinandertreffen. Schade, ja. Genau. Dann mit ein paar hundert oder mit knapp 100.000 Besuchern mehr auf Platz, wo sind wir denn? 19 logischerweise. Das Geheimnis meines Erfolges. Sagt dir das was? Ja, das ist der zweite Film schon, den du erwähnst mit Tom Cruise. Ne? Das war einmal die Farbe des Geldes und das Geheimnis meines Erfolges. Ist das nicht? Nicht? Nein. Jetzt mach mich nicht fertig. Ist das nicht, ich habe ihn damals echt immer gerne gesehen, aus einem Grund, worüber wir nachher nämlich auch noch sprechen werden. Ja. Neben einer Szene, wo er sich immer ganz schnell im Fahrstuhl umziehen muss und wo dann Yellow The Race läuft. Au. Also das Lied lief nicht nur bei Ferris macht blau am Ende, sondern auch in diesem Film von 1987. Das Geheimnis meines Erfolges, eine Komödie mit Michael J. Fox. Ja. Der so stimmt. Jungen, erfolgreichen, aufstrebenden ja, natürlich. Schiffsträger spielt. Ja. Da habe ich jetzt gerade wirklich komplett was durcheinander geschossen. Love Interest. Ja. Mein Gott. Wie kann mir das? Aber wir erwähnten schon, ich bin alt und tattrig. Ja, da gut. Bringt man schon mal was durcheinander. Den haben auch nicht mehr so viele wahrscheinlich auf dem Radar. Ich war nur damals durch Zurück in die Zukunft so ein auch Michael J. Fox-Fan und habe dann geguckt, ja, was hat er denn sonst noch gemacht in diesen Jahren? Und da bin ich natürlich 87 dann über das Geheimnis meines Erfolges gestolpert und hatte auch den einfach so weginhaliert, weil ich Michael J. Fox so mag. Ich habe den, glaube ich, jetzt von den Bildern her mit Risky Business verwechselt. Da hatte ich das Bild von Tom Cruise vor dem geistigen Auge. Warum auch immer. Irgendwie haben die Filme irgendwas Gemeinsames oder auch nicht. Ups. Jetzt musst du mir ein bisschen helfen beim nächsten Film.
Ein Film mit Mickey Rourke und Robert De Niro, Lisa Bonet in den Hauptrollen. Angel Heart. Ein Hammerfilm. Für mich ein Film, der kein Verfallsdatum hat. Eine Geschichte von einem Privatdetektiv, gespielt von Mickey Rourke, bevor er sich durch Operationen entstellt hat. Damals noch als Sexsymbol galt. Schmuddeliger Typ allerdings. Und er spielte wirklich so eine Art schwarze Serie. Privatdetektiv, der einen Auftrag bekommt, einen bestimmten Menschen zu finden. Beauftragt wird von einem Mr. Lou Cypher. Wenn man es langsam genug ausspricht, weiß man, dass dieser charismatisch gespielte Bösewicht von Robert De Niro niemand anders als Lou Cypher war. Er nimmt diesen Auftrag an. Kann man einen Film, der 33 Jahre alt ist, noch spoilern? Nee, ne? Das Ganze spielt in der schwülschwitzigen Hitze Louisianas, in den Bayous, und er ist auf der Jagd nach demjenigen, den er da finden soll. Und peu à peu, ganz langsam, wird ihm klar, dass er auf der Jagd nach sich selber ist. Denn er hat... Okay. irgendwann mal einen Deal mit Lucifer sozusagen gecheatet, und dafür möchte sein Geschäftspartner Rache und ihn daran erinnern, dass er ihm noch ein bisschen Seele schuldet. Super spannend, da sind ein paar ultra harte Szenen drin, also keine Fontänen von Blut, aber die so im Kopf was anrichten, solche Szenen, wo du denkst, wie kann das nur passieren? Hat uns damals sehr beeindruckt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wer der Regisseur war. Ein Alan Parker-Film? Fragezeichen, weißt du's? Ich komme nicht drauf. Doch, Alan Parker, du hast absolut recht. Ja, und Alan Parker. Der uns auch The Wall, den Film gemacht hat, zum Beispiel, nur so als Stichwort. Und wie gesagt, ich fand ihn und finde ihn bis heute großartig. Der steht auch irgendwo in meinem Regal. Und da bleibt er auch. Selbst wenn ich irgendwann mal demnächst ausdünne und meine Festbestände hier runterfahren muss. Auf Platz 17 gibt es jetzt einen krassen Bruch. Der lief in den 80er Jahren sogar schon in Amerika, bei uns dann 87. Musik James Horner, den ich sehr gern mag. Regie Don Bluth, sagt mir leider gar nichts, muss ich sagen. Großer Zeichentrickregisseur, der bei Disney angefangen hat, aber danach sich selbstständig gemacht hat. Und zwar mit? Kannst du dir dann denken, welchen Film ich meine? Ist das Anastasia? Nein. Sondern? Dann ist es Nymphs, ne? Nee. Auch nicht. Ich löse es auf. Ja, mach mal. Minsk ist gar nicht so verkehrt, glaube ich. Ne? Den hat er auch gemacht. Ja. Es ist Pfeifel, der Mauswanderer. Siehste, das wäre der nächste. Eigentlich hätte es der erste sein müssen, was der beste von ihm ist, finde ich. Den kenne ich nämlich auch. Das war auch der populärste, den er gemacht hat. Es gab auch eine Fortsetzung, meine ich, ne? Von Pfeifel. Und es gab auch eine Serie im Fernsehen sogar. Aber nein, es ist ein toller Trickfilm. Also ich habe den mir damals trotz schon erwachsenen Alters gerne angesehen. Und der war wirklich gut gemacht. Also klassischer Trickfilm, also kein CGI, sowieso nicht, also auch kein Computer, Animation, sondern wirklich gezeichnet. Also so, wie man es bei Disney damals gelernt hat. Genau, wie du sagtest, hat er ja. Eben. Dann kommen wir. Übrigens auch wie Tim Burton als Stichwort, aber das weißt du, glaube ich, ne? Dass Tim Burton Disney-Zeichner war. Ja. Gut, dann, er war ja zwischendurch dann wieder bei Disney, ne? Oder hat wieder für Disney gearbeitet, ja. Jetzt kommen wir nach einem Film, der auf einer Erzählung von Stephen King beruht. Und in den Hauptrollen, ich glaube, wenn ich die aufzähle, weiß ich. Casey Bates? Nee? Nein. Spielt die da mit? Nein, glaube ich nicht. Nein. Will Wheaton, River Phoenix, Corey Feldman, Jerry O'Connell, Kiefer Sutherland. Ich hab's auf der Zunge, ich komme nicht drauf. Lass mal sagen. Typischer, so jugendlicher Coming-of-Age-Abenteuerfilm. Ist das ein Stand by Me? Richtig. Ja. Stand by Me. Ich muss zugeben, den habe ich damals nicht gesehen. Das ist mir damals aus irgendwelchen Gründen nicht attraktiv genug gewesen. Ich verstehe es nicht. Aber ich glaube, ich bin vom Alter her wirklich in so einer Phase gewesen, immer wenn man Ende 20 ist, dann will man keine Coming-of-Age-Filme sehen, weil man eigentlich noch zu nah dran ist, im Grunde genommen, aber sich deutlich dem entwachsen fühlt. Hat mich damals nicht gebockt. Nee.
Ich weiß, das ist ein bahnbrechender. Dreyfuss, ne? Spielt mit. Ja, da auch. Ja, nicht nur deshalb. Na gut, ich gucke ja nicht nur Filme, weil mal irgendwo ein Richard Dreyfuss mitspielt. Nein, aber. Wir ihn aber vorhin erwähnt haben. Richtig, ich weiß. Dann doch lieber den Weißen Hai zum dritten Mal. Der übrigens jetzt die Tage nochmal neu abgemischt als 4K, glaube ich, rauskommt. Habe ich gerade so als Assoziation im Kopf. Falls jemand bei Richard Dreyfuss und Weißer Hai gerade auch feuchte Lippen bekommen hat. Okay, gehen wir mal weiter. Wir müssen, wie gesagt, ja nicht jeden Film in der Einzelkritik durchnehmen. Nee. Wir haben dann, jetzt sind wir auf Platz 16, also sind wir noch nicht mal weit. 16 war Stand By Me, Platz 15. Sabu, sagt dir das was unter dem Namen? Müsste eine Leinwandversion von Schimanski gewesen sein, ne? Richtig, Wahnsinn, Respekt. Wäre ja, ich ja nie drauf gekommen. Naja, gut. Schimanski, das ist, glaube ich, der zweite. Er wird auch als Schimanski 2 betitelt. Ja. 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 Ja, der war da scheinbar sehr populär, ne? Der war sowas von. Ja, das war wirklich einer der beliebtesten Leute, in dieser Rolle vor allem. Und dann konnte man das auch mal den Schritt auf die Leinwand wagen. Ja, weiß nicht. Also ich glaube, bei meiner Frau zum Beispiel, ich bin ja selbst kein Tatort-Fan in dem Sinne, aber ich habe jetzt letztens auch einmal mitgeguckt mit den Münsteranern, mit Jan-Josef Liefers und so. Axel Prahl. Die sind ja schon ganz lustig, die beiden, ne? Also ich weiß nicht, ob das immer so ist, aber. Ja, die sind legendär dafür und deshalb ist auch der einstallstärkste Tatort, die Münsteraner im Moment. Ja. Was wahrscheinlich lieber der Schweiger wäre. Was ich beanspruchen wollen würde. Klappt nicht. Das klappt nicht. Gut, ein Plätzchen höher. Full Metal Jacket. Boah, Meilenstein, ne? Also, oh ja, absolut. Also, auch extrem zweigeteilt, der Film, ne? Also einmal diese kompletten, die erste Stunde, diese Ausbildung, diese extrem harte Ausbildung. Wo es so viele Kultsprüche gab mit Private Paula und Private Joker und Gunnery Sergeant Hartman und also da gerade als Jugendlicher, wie man dann den gesehen hat, da hatte man schon Schiss vor der Bundeswehr. Ja, so blöd das klingt, weil man das natürlich erstmal in die Richtung sich so vorgestellt hat. Ja, so ähnlich muss es ja dann beim Bund sein, ne? Aber zum Glück nicht. Eben. Nein, aber es ist ein Kult. Die zweite Hälfte. Genau, und dann die zweite Hälfte, die für viele ja dann doch die schwächere eigentlich ist, weil da dann eher das Kriegsgeschehen gezeigt wird und nicht die Ausbildung. Vielleicht sie ist unterhaltsamer, auch obwohl es hart ist, ist wahrscheinlich die erste Hälfte unterhaltsamer und die zweite zeigt dann einfach das fiese Gesicht des Krieges, ne? Warum es ja nicht ohne Grund auch als Antikriegsfilm bezeichnet wird. Okay, gut, dann gehen wir weiter. Ich schau mal schnell. Oh, jetzt bin ich mal wieder gespannt. Da könntest du mir vielleicht wieder helfen. Sag dir, guck, wer spielt denn da mit? William Hurt, okay. Sagt dir der Film Gottes vergessene Kinder was? Ja, die weibliche Hauptrolle. Die weibliche Hauptrolle, deren Name ich momentan nicht weiß, spielt eine Stumme. Ich bin mir bei dem Namen nicht sicher, weil ich die davor und danach, glaube ich, auch nicht mehr wahrgenommen habe. Aber ich glaube, sie ist mit einem Oscar ausgezeichnet worden. Wenn ich mich nicht ganz irre. Aber da müsste ich nochmal nachgucken. Ich kann mich irren in solchen Sachen. Ja, sie hat spielt eine Gehörlose und sie ist auch eine Gehörlose. Also was natürlich die Dreharbeiten nicht einfach macht. Da kann ein Regisseur ja schon stundenlang anbrüllen, bevor man dann endlich versteht, dass er Action und Starten meint. Ist ein sehr, sehr intensives Drama, völlig actionfrei, versteht sich. Also das ist so diese Art von Kino, bei der man nachher aufgelöst in den Sesseln hängt und sich freut, dass einem so ein Schicksal mehr oder weniger erspart bleibt. Aber trotzdem hat es auch ein paar helle Momente. Also hopeful. Also da muss ich wirklich komplett passen. Da gehen wir doch mal weiter zu Platz 12. Da sind wir wieder bei einem Thomas Gottschalk-Film. Aber scheinbar war es dann irgendwann mal vorbei mit der Kooperation mit Mike Krüger, sondern er hat sich Michael Winslow mit an Bord geholt, den man ja auch zu der Zeit aus dem bekannten Police Academy-Film kennt. Und ich spreche natürlich von Zärtliche Chaoten. Oh mein Gott.
Also das, da war der Titel Grund genug, von dem Kino sich umzudrehen. Für mich. Er mag ja viele damit begeistern, aber ist für mich nicht diskutabel. Sorry. Ja, aber ne, wir sind jetzt bei Platz 12 und überleg mal, welche Filme wir gerade alle besprochen haben. Und da ist er davor, ne? Sowas von All-Time-Favorites und der ist erfolgreicher als all diese Filme gewesen. Also, Wahnsinn. Aber es gibt immer noch einen Unterschied zwischen Quantität und Qualität und da merke ich ihn am deutlichsten. Absolut. Genau, deswegen auch da gehen wir weiter zu Platz 11. Da musst du mir, glaube ich, das ist wieder so ein Film, da müsstest du mir wahrscheinlich ein wenig helfen. Gib mir mal einen Tipp. Der Titel kam mir noch nicht im ersten Moment bekannt vor. The Golden Child in Englisch. Eddie Murphy. Ne? Eddie Murphy, cool. Ja, so ein bisschen so ein Hauch von Indiana Jones. Ansonsten, als wenn Axel F. irgendwie irgendwo im Orient unterwegs wäre. Es ist ein Vehikel für Eddie Murphy gewesen, Ende. Vielleicht auch ein Grund dafür, dass er in dem Jahr, ich habe gerade mal auch mal hier so eine Seite aufgemacht mit ein paar Infos, die Bravo Otto Leserwahl, wenn dir das noch was sagt, die berühmte Bravo, die damals wirklich durchaus eine Aussagekraft hatte ja so eine jährliche Wahl der beliebtesten Stars und da war in dem Jahr Eddie Murphy sozusagen der Bronzegewinner. Ich nehme an, auch wegen dieses Films, der sehr erfolgreich war, wie wir auch gerade gehört haben. Genau, ja. Gut, gehen wir in die Top 10. Auf Platz 10, Police Academy. Da sind wir wieder bei Michael Winslow. Aber Police Academy 4. Also wir haben schon 4 mittlerweile. Jedes Jahr einer. So. Auch da ist eine Serie, bei der ich irgendwann mal ausgestiegen bin. Es hat sich ja wiederholt, aber es war witzig. Ich habe sie rauf und runter ich habe sie rauf und runter natürlich gesehen. Das war der Teil noch vor der Miami-Folge. Mhm. Ich glaube, es war aber schon ein Teil, genau. Steven Guttenberg. Das war der letzte Film mit Steven Guttenberg in der Hauptrolle. Ansonsten spielen mit Sharon Stone, David Spade, also auch im und natürlich der typische Standardcast, den man halt so kennt. More of the same. Ne? Also müssen wir, glaube ich, nicht viel erzählen, aber halt auch wieder spannend. Auch ein vierter Platz, eine vierte Variante, wo jedes Jahr einer rauskommt, der schafft es trotzdem auf Platz 10 in den Jahrescharts. Ja. Oh, jetzt geht's weiter. Den nächsten Film, da wirst du sicherlich was zu sagen können. Ich kenne ihn, glaube ich, auch, aber ich habe ihn ewig nicht gesehen. Ich spreche über einen Oliver Stone-Film, nämlich über Platoon. Ja, er war zeitlich sehr nah an Full Metal Jacket und auch inhaltlich, aber sie haben sich deutlich voneinander unterschieden. Und Platoon, es ist auch sehr, sehr lange her, dass ich ihn zum letzten Mal gesehen habe, aber alleine das Bild von Willem Dafoe, wie er kniend mit ausgebreiteten Armen in diesem Feld, glaube ich, erschossen wird. Das hat sich in die Köpfe eingebrannt. Auch ein Film seiner Zeit, nämlich ein Antikriegsfilm von einem renommierten Regisseur. Es gab noch ein paar in diesen Jahren, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, mit dem Vietnam-Trauma und überhaupt mit dem Thema Krieg und was es aus Menschen macht, im Guten wie im Schlechten. Und einer von den wichtigsten Filmen von Oliver Stone. Genau, ja. Gehen wir weiter. Auf dem nächsten Platz ist einer meiner Favoriten, würde ich fast behaupten, nämlich Inner Space im englischen Original, aber in Deutschland besser bekannt als Die Reise in sich. Genau. Dennis Quaid, ne? Dennis Quaid, Martin Short, Meg Ryan, also geiler Cast. Ich fand im Nachgang, wie ich den dann nachher, nach den 90ern nochmal, oder sage ich mal fast Anfang der 2000er nochmal gesehen habe, ist mir dann aufgefallen, Robert Picardo, der Holodoc der Voyager, spielt auch mit. Mhm. Der spielt diesen lustigen Typen mit diesen Cowboy-Stiefeln und so, diesen, ich glaube, Texaner war es oder so. Toller Film, geniale Effekte. Ich glaube, die wurden auch ausgezeichnet, weil die Tricktechnik war schon Zeit. Und interessanter. Ja, und interessanterweise, ich glaube, ich kann mich nicht daran erinnern, dass sie sowas jetzt irgendwie in der letzten Zeit nochmal in der Art gemacht haben. Klar, die haben da nochmal Kinder schrumpfen lassen mit Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, aber Die Reise ins Ich hat man, glaube ich, seitdem nicht wieder neu aufgelegt. Nee, also das Thema taucht immer wieder auf, The Core, der innere Kern,
Ne, auch so eine Sache, wo zwar nicht geschrumpft wird, aber auch sagen, das war ja nur ins Innere der Erde. Ne? Ja, es war auch irgendwie, aber auch so eine Isolationsgeschichte in einem übergroßen Körper, sagen wir mal so. Es ist nicht vergleichbar, aber es wäre vielleicht Zeit für ein schönes Remake für diesen Film. Wäre heutzutage auch tricktechnisch mega ja. gut möglich. Und die Hauptrolle spielt Dwayne Johnson natürlich. Wer sonst? Natürlich. Der, oh je, oh je. Ja. Also die Reise ins Ich. Für mich auch die Musik, das war so typischer, ich glaube, was hat er immer gehört? Der Dennis Quaid, ich glaube, 60er, 70er Mucke hat er geschrieben. Kann so sein. My Girl und keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich fand den auch musikalisch und so cool inszeniert und hat er sich an das Ohr angeflanscht und hat da Musik abspielen oder hören können. Und also die Ideen dahinter waren richtig, richtig cool und mir hat das, und natürlich Martin Short als absoluter Hypochonder, also super gut. Gerade der wird natürlich dann als Opfer dorthin halten müssen und hört plötzlich Stimmen und. Also ganz, ganz toller Film. Ja. Platz 7. Asterix bei den Briten. Oder bei den Briten. Das Buch ist für unseren lieben Hennes. Richtig. Das Buch ist einer von den, ich glaube, unter den ersten 10 müsste es gewesen sein, oder bei den ersten 10. Mhm. Ich habe es geliebt, es ist toll, es hat ganz viele schöne Momente. Ich habe mir nicht einen einzigen von den Trickverfilmungen auf der Leinwand angesehen. Ich habe sie alle gesehen, aber alle zu Hause nachher auf DVD. Aus irgendwelchen Gründen hatte ich nie Bock, die im Kino auf Leinwand zu sehen. Aber da muss ich natürlich mal wieder einer der wenigen gewesen sein, wenn er auf Platz 7 der Jahrescharts landet. Irgendwie habe ich mich manchmal ein bisschen komisch angestellt, glaube ich. Ja, aber es funktioniert, ne? Also wenn ein Zeichentrickfilm so weit oben in den Jahrescharts ist, Asterix bei den Briten. Also ja, ich mag die alle, von daher passt das schon. Die sind toll, ja. Jetzt auf Platz 6. Eigentlich hätte er auf Platz 7 landen müssen, denn wir sprechen über einen Film mit mit einer 7 drin vielleicht. Genau. Dann wird es Bond sein. Richtig, James Bond. Oder? Der Hauch des Todes. Und zwar The Living Daylight. Mit einer der wenigen, Timothy Dalton. Ich überlege gerade, waren es 2 oder 3, die er gemacht hat? Ich glaube, drei. Ja, er war lange Zeit der Unbeliebteste. Was ich im Nachhinein eigentlich nicht, ich habe es nicht so drastisch gesehen, aber es ist ja immer, wenn ein neuer Bond antritt, wird er ja erstmal zerpflückt und von den Traditionalisten gehasst und mit der Patina vergangener, die man vielleicht vorher kritisiert hat, verglichen und für nicht gut befunden. Und sein Markenzeichen war ja das, was an Daniel Craig heute eher auch auszeichnet, dass er eben mehr als echter Mensch, der nach einer Prügelei eben keine ordentlich sitzende Krawatte und keinen Scheitel mehr hatte, sich erstmal den Staub aus der Jacke schlagen musste und nicht geschniegelt und gebügelt aus einem überschlagenen Auto rauskommt. Also das war ja eine Zeit lang so in den ironischen Jahren von Roger Moore großartig und in den übertrieben unrealistischen, aber sehr mitreißenden Sean Connery Jahren der Fall. Dieser Mann hat der Figur Realität verliehen. Und Living Daylight war da, ich fand den großartig. Er hat ein schweres Erbe anzutreten. Ich überlege gerade. Er hat aber auch nur 2 gemacht. Ja, super schweres Erbe. Nämlich halt der Hauch des Todes und Lizenz zum Töten, der Nachfolger, der zweite und letzte mit ihm. Ich glaube, er ist wegen der Kritik dann vorzeitig, sein Vertrag nicht verlängert worden. Also er ist nach George Lazenby so mit einem Film sozusagen in der Quantitätsliste auf dem vorletzten Platz. Ich sehe gerade, er hatte sogar einen Vertrag über 3 Bond-Filme, lustigerweise. Ja. Aber nach 89 war dann erstmal Pause bis GoldenEye 95.
Naja, ich glaube, man hat ihn, das ist in der Branche leider auch nicht unüblich, ziemlich link ausgebotet. Und ich glaube, ich habe irgendwann mal gelesen, hat in der Zeitung gelesen, dass der nächste Bond gemacht wird und er sich wunderte, dass ihn keiner gefragt hat, wann man ihn zum Dreh abholen soll. Aber er ist trotzdem für mich eine wirklich würdige Vertretung und Darstellung dieser Figur, die dieser Figur eine eigene Facette gegeben haben und die Filme großartig. Der letzte Kaiser ist der nächste in unserer Reihe, den ich auch nie gesehen habe. Ist auch, glaube ich, nicht wirklich mein Genre. Typischer Monumentalfilm über den kann sein. Über Peking und über den Kaiser. Ja. Über Puji, diesen kindlichen Kaiser, der in diese Rolle des Kaisers reinwachsen musste als kleines Kind. Ein Film von Bernardo Bertolucci, ein großer Oscar-Abräumer in diesen Jahren. Aber ich muss, wenn das Stichwort kommt, habe ich komischerweise nur indirekt ein Bild aus diesem Film vor dem inneren Auge, sondern die Kopie aus den Simpsons. Ja. Es gibt nämlich eine Simpsons-Szene, der berühmtesten Szene, wo dieser kleine Junge nach der Krönung durch einen wehenden Vorhang nach draußen strömt vor das Volk und dabei kindlich glucksend tanzt. Und diese Szene liefert uns Homer in einer Episode, deren Titel mir jetzt nicht einfällt, aber die habe ich komischerweise, bevor ich das Original vor Auge habe, immer vor dem inneren Auge und denke, oder so ähnlich. Oder Dau. Man weiß es nicht. Es ist aber Monumentalkino vom Allerfeinsten. Und wenn man sich darauf einlassen kann, Jan, ich kann mir vorstellen, dass du unter dem Mangel an Action etwas zu leiden hättest, aber es ist ein packender Film von einem großartigen Regisseur und einem tollen Cast. Peter O'Toole ist nämlich auch dabei. Und, aufschreiben kannst du ihn auf jeden Fall. Ryuichi Sakamoto hatte die Musik damals gemacht. War in den 80ern einer meiner Lieblingsmusiker, wenn es nun nicht gut Hard Rock ging. Gehen wir weiter. Dann auf Platz 4. Ab jetzt ist wieder Verlass auf die Deutschen mit Komödien. Ich glaube, da brauchen wir nicht lange drüber reden. Beverly Hills Cop 2, der zweite Streich, auch wieder halt, hat man gerade schon, von Eddie Murphy, Film von Tony Scott, Gott hab ihn selig, und ja, auf Platz 4 eine Cop-Komödie. Ja. Dann gab es in dem Jahr wohl eine Wiederaufführung, die extrem erfolgreich war, die theoretisch dann käme vom Besucherzahl her, aber den nehme ich mal raus, das wäre halt das Dschungelbuch von Wolfgang Reitermann. Reitherman, oder keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. Lassen wir aber mal außen vor. Kommen wir aufs Treppchen, auf Platz 3. Crocodile Dundee, ein Krokodil zum Küssen. Tja, das war der erste Teil. Es war der erste Teil, ne? Wenn ich mich recht erinnere. Ja, und auch da gab es einen steilen Abfall. Bei Teil 2 ging es noch so. Teil 3 war Murks. Ja, aber der erste war der Hammer, ne? Also, ich glaube. Ja. Definitiv. Schlechthin, das ist die Lebensrolle für ihn. Wenn ich meine, seine Filmografie gucke, Flipper, okay, Lightning Jack, gut, aber ansonsten nur Crocodile Dundee Film 1, 2 und dann gab es nochmal Crocodile Dundee in Los Angeles 2001 und Crocodile Dundee 2009, keine Ahnung, nie gesehen. Aber ich sag nur eins, kannst du knicken? Ich sag nur eins, du meinst, das ist ein Messer, ich zeig dir, was ein Messer ist. Ne? Diese Szene ist so großartig in seiner Coolness. Das haben wir damals geliebt, sowas mit einem coolen Spruch und einem coolen Lächeln. Deutlich vor den ganzen anderen Filmen zu stehen, nämlich auf Platz 3, ne? Was wir gerade besprochen haben. Jetzt natürlich wieder ein typisches deutsches Phänomen, was ich aber nachvollziehen kann. Wir kommen wieder mal zu der Comedy-Ikone aus Deutschland, der in den 80er Jahren die Kinos voll gemacht hat, nämlich Otto Walkes mit Otto, der neue Film. wie der Titel es schon verrät, nicht der erste Film, aber ich glaube, seine ersten Filme liefen wie geschnitten Brot. Und das muss auch so ein Film gewesen sein in der Kategorie 6-7 Millionen, wird ja locker gemacht haben. Ne? Sagen, Besucher lag und, jetzt bei 6,4 Millionen, ja. Okay.
Nee. An die Handlung kann ich mich nicht erinnern, aber das war auch, glaube ich, gar nicht wichtig. Wir sind nicht in die Otto-Filme gegangen, weil wir eine tolle Handlung sehen wollten. Wir wollten Otto sehen, der Otto-Sachen macht. So wie wir die Otto-Shows im Fernsehen eine im Jahr darauf hingefiebert haben, weil Otto Otto-Sachen gemacht hat. Ich habe erst im Nachhinein herausgefunden, dass er unter anderem mit Robert Gernert zusammengearbeitet hat, was Texte angeht, der für mich ja wirklich einer der ganz, der ganz großen deutschen Drehbuch Sprachkünstler war. Ja. Robert Gernert ist auch solo ein Phänomen gewesen, leider nicht mehr unter uns. Insofern, ja, nachvollziehbar. Die 80er Jahren waren Otto-Jahre. Gut. Unglaubliche, fast über 2 Millionen, noch mal mehr, nämlich 8,7 Millionen Besuchern. Hast du eine Idee? Fehlt dir einer aus dem Jahre 87? Wenn ich das so genau noch sortieren könnte. Nein, ich befürchte, dass die Filme, die da in den oberen Charts-Rängen landen, also, die sind, die ich am wenigsten gesehen habe. Ich bin mehr so, also der Platz 7 bis 12 Typ, glaube ich. Aber egal, was war es? Auch bis heute ein Kultfilm, gerade, ich glaube, bei dem weiblichen Publikum ganz besonders beliebt. Es ist ein Film über Tanz, über schmutzigen Tanz. Mit Time of My Life, Jennifer Grey. Schmuddelstepp habe ich, glaube ich, damals genannt. Ihren Rollen, nämlich Dirty Dancing. Ja, damit ist alles klar. Ja, auch Lebensrollen für die beiden und ein Mega-Erfolg, ein Filmklassiker. Und ich habe ihn, glaube ich, einfach aus Pflichtgefühlen ein Vierteljahrhundert später gesehen. Ich habe mich wirklich innerlich wie äußerlich geweigert, so einen Film mir anzugucken. Ich habe stattdessen, wenn jemand sagte, warst du schon oder gehst du mit in, habe ich dumme Sprüche gemacht und einen anderen Filmtitel zitiert, in dem Ryan O'Neill die Hauptrolle spielt, mit dem wunderschönen Titel Tough Guys Don't Dance. Und den Satz sage ich immer noch, wenn Leute sich Let's Dance angucken, was ja auch sehr beliebt ist, aber es ist nicht meine Welt. Meine auch nicht. Das kann ich leider nicht mitgeben. Ich habe mal Mitte der 2000er war das, auf Pro7 gab es eine Parodie drauf. Da gab es irgendwie ganz viele Pro7 von irgendwelchen Kultfilmen mit Jeanette Biedermann in der Hauptrolle. Dirty Dancing hieß das. Das weiß ich noch. Oh. Das habe ich mir dann damals angeguckt. Aber ja klar, Dirty Dancing ist trotzdem cool. Da gibt es übrigens auch auf Netflix eine coole Dokumentation über Filme der 80er Jahre. The Movies That Made Us, meine ich, heißt das. Und da wird auch Dirty Dancing im Detail besprochen und es ist auch spannend zu sehen, wie dieser Film überhaupt zustande gekommen ist. Ist der Hammer. Mit Sicherheit. Ich will da keinen Stab drüber brechen über Menschen, die andere Filme mögen als ich, über Filme, die erfolgreich sind. Das wird seinen Grund haben. Und bei solchen Filmen würde mich und interessiert mich wirklich am meisten ihre Machart, ihre Geschichte, was Backstage geschehen ist, wie der Film entstanden ist, welche Wendungen sozusagen die Produktion genommen hat. Manche Filme beginnen ja komplett anders, als sie letztendlich nachher auf der Leinwand landen. Das sind für mich spannende Sachen. Ansonsten Filme, in denen sich zwei Leute schmachtend angucken und dazu wie frisch gevögelte Eichhörnchen durch die Leinwand hüpfen. Nee, dann lieber was Realistisches wie James Bond. Ja, genau. Habe ich das jetzt gesagt? Ich hoffe nicht. Nein. Ich wollte einfach nur mal kurz sagen, Geschmack ist subjektiv und sollte es bleiben. Ja, wunderbar. Haben wir 1987 erfolgreich beendet. Ja. Also, ja, war also kein schlechtes Jahr, kann man nicht sagen. War ein sehr gutes Jahr. Also ich habe mal hier gerade auf 88 geguckt. Wir hatten ja gerade auf Platz 1 mit 8, irgendwas Millionen. Auf Platz 1 ist in dem Jahr drauf ein Film mit 4,6. Also generell maximal ist so 4,6 rum. Also das Jahr war deutlich schwächer als... Knapp die Hälfte, genau, also deswegen. Also war ein sehr gutes Jahr, 87, würde ich sagen. Ja. Ich bin gespannt. Ja. Cool. Gut, Peter. Du, dann sind wir schon durch für heute. Haben wir doch mehr Zeit reingekriegt, als wir dachten mit denen, wo wir es noch sagen, wir haben ja nichts groß gesehen, im Kino lief ja nichts, aber die Zeit... Man muss nur langsam genug sprechen, dann kriegt man die Sendung auch voll. Haben wir, glaube ich, gar nicht. Nicht wahr? Ja, Dori. Ja. Das ist jetzt fischig. Nein, pass auf, das ist was anderes. Du nimmst mir noch eine halbe Stunde in dem Tempo auf und dann schneide ich das dahinter.
Ja, das ist dann die Übung, wie kriegen wir auch den letzten Zuhörer irgendwie eingeschläfert. Genau, ich denke, die meisten werden jetzt Spaß beiseite. Und von daher, danke dir, Peter. Werden zu unseren Stimmen hinweggeschlummert sein. Ja, ich bedanke mich bei dir. Es war mal wieder ein Fest und eine Freude, mit dir zu plaudern. Gerne. Und ich freue mich, wenn wir das Ganze irgendwann fortsetzen. Aber ich höre natürlich auch alle anderen Sendungen und Podcasts zwischendurch, selbst wenn ich mal nicht dabei bin. Aber es macht ja nämlich immer wieder Spaß. Das freut mich, ja. Wie gesagt, sehr gerne wieder. Und denke, wir hören uns, also liebe Hörer, wir hören uns dann vermutlich Ende Mai, / Anfang Juni wieder. Tendenziell wird die dann Anfang Juni released, weil wir zeichnen heute am 28. April auf. Ich gehe davon aus, dass ich sie zum 1. Mai releasen werde, so dass das dann quasi jetzt hier die Mai-Ausgabe sein wird. Von daher wünsche ich euch, was man heutzutage wahrscheinlich dauernd sagt, ganz viel Gesundheit. Guckt, was ihr gucken möchtet. Im Optimalfall baut ihr euren Stapel ab oder eure Liste, die ihr noch mit Sachen voll habt, die ihr noch unbedingt gucken wollt, so ähnlich wie Peter. Und ja, genau. Dann hören wir uns wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.